Ruby hört mich gar nicht. Björn? Björn, Björn, Björn. Ey, bin ich die Diskussionsrunde freestyle ich total. Da steht nichts auf meiner Karte außer die Namen. Ich hab doch gesagt, dann, wenn wir. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, das war jetzt, hab ich. We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen hier zum Stream der Kulturversammlung der Ständigen Kulturvertretung Erfurt an diesem Donnerstagnachmittag. Schön, dass ihr schon eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen da draußen an das kleine Team hier im Studio, im Kalif-Storch-Studio, im Schatten von Marc Jung, leider unter dem Hashtag Kulturkoma. Mein Name ist Jan Philipp, schön, dass ihr dabei seid. Leider heute nur am Fernseher, am Handy, am Bildschirm, da draußen, digital. Es herrscht leider immer noch Kulturkoma. Die Covid-19-Krise hat uns weiter fest im Griff. Soziokulturelle Veranstaltungen fallen weiter flach, fallen aus, finden nicht statt. Und so bleibt uns eben nur eine Kulturversammlung im Jahre 2020 digital abzuhalten. Umso schöner, dass es trotzdem geklappt hat, umso schöner, dass ihr dabei seid, umso schöner, dass wir doch ein, zwei Gäste empfangen dürfen, um dann doch einen Rückblick auf dieses Jahr zu wagen. Ein Jahr, was für soziokulturell schaffende Menschen nicht immer einfach war, ein schwieriges Jahr voller Hindernisse, Auf und Abs, dennoch ein erfolgreiches Jahr. Und so freuen wir uns eben gleich noch ein paar Rückblicken zu halten zum Goldenen Band, was im Mai stattgefunden hat, zum Kulturknall. Dazu haben wir auch Gäste live mit auf der Bühne. Dann gibt es ein paar Videos mit Grußworten, Best Practice. Wie haben verschiedene Orte diese Krise, dieses Krisenjahr bis jetzt überstanden? Die Kulturampel wollen wir euch nochmal näher bringen. Einige neue Vereine und Initiativen haben sich auch in diesem Jahr gegründet. Die werden wir euch vorstellen, haben kleine Einspielvideos für euch vorbereitet. Und zum Schluss wollen wir noch in einer größeren Runde diskutieren, was, oder einer so großen Runde wie eben möglich ist, was folgt für die Soziokultur in Erfurt durch die Covid-19-Krise? Wie wird sich das nächste Jahr gestalten können? Dazu später mehr, denn anhaltend herrscht eben Kulturkoma. Hashtag Kulturkoma. Wie der oder die eine und der andere schon in der Stadt gesehen haben, hat sich ein Hashtag gebildet. Wir sehen hier auch ein Bild dazu. Hashtag Kulturkoma, lasst uns nicht untergehen. Schaltet uns nicht endgültig ab. Eine Initiative der Freien Kulturkarawane, des Erfurter Netzwerks für kulturelles Leben und der Ständigen Kulturvertretung, die sich eben zum Beginn der zweiten Pandemiewelle im Herbst, Ende des Sommers zusammengefunden haben und gemerkt haben, boah, auch der Herbst und Winter wird für uns eine schwierige Zeit werden. Wir können nicht weitermachen, wir dürfen gerade nicht weitermachen, aber wir wollen halt natürlich, wir wollen eigentlich weitermachen und wir wollen natürlich auch, dass ihr uns da draußen nicht vergesst und dass wir nicht untergehen und nicht in diesem langen, kalten, einsamen Winter vergessen werden oder den Winter gar nicht überstehen. Deshalb folgt hieraus ein größeres Kampagnenprogramm, um trotz den geschlossenen Betrieben und den Hygienemaßnahmen, die schon gehalten wurden, geht es eben gerade nicht weiter. Deshalb Hashtag Kulturkoma, wir sind nur im Koma, könnten jederzeit wieder erwachen. Das Ganze ist in einer größeren Kampagne angelegt mit einem Post, Plakaten, die auch schon einige sicherlich in der Stadt entdeckt haben, Pressemitteilungen, Videos unter der Regie von der Freien Kulturkarawane viel entstanden. Die Kulturampel ist ein Teil der Kampagne Hashtag Kulturkoma, zu der wir später noch was hören werden. Und auch eine Videokampagne, die immer weitergeht. Also checkt mal den Hashtag Kulturkoma und schließt euch an, zeigt euch solidarisch mit der Kultur, mit der Soziokultur, den Menschen, die euch so gern zu Gast hätten und gern für euch da wären, aber leider eben nur auf dem Bildschirm heute digital in euer Wohnzimmer kommen. Auch wenn es jetzt gerade eben schwer läuft, ist dieses Jahr doch einiges passiert. Wir haben einige Veranstaltungen doch durchführen können und eines der ersten großen Highlights in diesem Jahr war sicherlich zum 8. Mai die glänzenden Aktionstage des Goldenen Bands, wozu ich jetzt hier gleich auf der Bühne Lisa Hilpert und Stephanie Müller-Durand begrüßen werde, die uns ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also kommt mit Sicherheitsabstand und Masken gern zu mir hier auf die Bühne. Während die beiden ihren Weg hier hochfinden, senden wir nochmal ein Grußwort an Monique Förster und Dirk Teschner, die gerne auch heute im Interview dabei gewesen wären, allerdings noch in ihrer Ausstellung Tropenoper in der Tromsdorfstraße in der Galerie Hammerschmidt und Gladigau in der Vorbereitung stecken, weil dort an der Straßengalerie, wie man es wohl sicherlich
nennen kann. Gibt es noch was zu sehen? Geht mit Maske mal durch die Innenstadt Bummel und schaut euch das an, wenn es soweit ist. Und deshalb jetzt ja erstmal willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr es zu unserer digitalen Kulturversammlung geschafft habt. Hallo. Hallo. Ja, man hört euch beide, das finden wir gut. Und ja, jetzt ist schon wieder November geworden, das Jahr ist schnell an uns vorbeigegangen. Und ihr seid jetzt hier für den 8. Mai, für die Aktionstage, die glänzenden Aktionstage Goldenes Band oder Aktionstage. Ich sage jetzt immer nur der 8. Mai. Vielleicht fragen wir aber erstmal nach, wie ist es eigentlich dazu gekommen und was verbirgt sich hinter diesen Aktionstagen für die, die nicht dabei waren oder es mal mitgekriegt haben und sich gar nicht mehr daran erinnern können. Steffi, wie ist die Stadt und die Initiativen eigentlich darauf gekommen? Was verbirgt sich hinter den goldenen Aktionstagen, hinter dem goldenen Band? Ja, hinter den glänzenden Aktionstagen, die am 8. und 9. Mai diesen Jahres in Erfurt, aber auch in ganz Deutschland stattfanden, verbirgt sich speziell auf Erfurt bezogen eine Art Kooperationsprojekt. Also die Ständige Kulturvertretung hat ähnlich wie auch das Kunsthaus bereits im letzten Jahr im Herbst den Aufruf der vielen aus Berlin gelesen, in dem stand: Liebe Kulturakteure, es wäre so schön, wenn ihr diesen Tag zum Anlass nehmt, um den Tag der Befreiung gemeinsam in einer solidarischen Aktion bundesweit zu begehen und euch unserem Aktionen, vor allen Dingen, da wird immer viel mit Rettungsdecken gearbeitet, also das Glänzen anschließt. Und das haben wir relativ früh wahrgenommen und haben sozusagen erstmal, ohne dass wir es voneinander wussten, parallel Ideen ausgearbeitet dazu. Also wer jetzt parallel? Die Ständige Kulturvertretung und das Kunsthaus. Ja. Genau, also Monique und Dirk. Und beide sind da auch sehr engagiert und haben dann auch die vielen in Erfurt mit begründet. Also die vielen, das ist ja eine Initiative, die in Berlin anfing und vor allen Dingen aus dem Bereich des Theaters kam und der freien Künstlerinnen. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, mit Hilfe von öffentlichkeitswirksamen Aktionen und Solidaritätsbekundungen, aber auch verschiedenen Protestformen, die unter anderem mit diesen glänzenden Rettungsdecken durchgeführt werden, direkt an den Kulturorten und im öffentlichen Raum auf den zunehmenden Rechtsruck in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und der damit verbundenen Befürchtung, dass die Freiheit des künstlerischen Ausdrucks und die kulturelle Vielfalt immer mehr eingeschränkt werden. Lisa, wie ist das dann? So viel zu der Idee, wie ist das dann in Erfurt gewachsen, wie ist das hier angekommen? Kannst du vielleicht was dazu sagen, wer daran beteiligt war und wie es dann im Vorfeld gelaufen ist? Ja, also, musst du den Clipper aufmachen. Jetzt hört man mich. Guter Hinweis mit dem Clipper. Genau, also es war ja so, wie Steffi schon sagte, dass es ja von verschiedenen Richtungen kam. Also einerseits hat die SKV das auch schon aufgegriffen oder diesen Aufruf aus Berlin wahrgenommen und auch das Kunsthaus und Dirk Teschner. Und so wurden natürlich viele Multiplikatoren, sage ich mal, schon angesprochen. Und wir als Ständige Kulturvertretung haben dann natürlich das weitergegeben, hatten auch recht frühzeitig schon Kontakt mit der Stadt und haben darauf hingewiesen. Und die Stadt hat dann auch sehr schnell Interesse gezeigt und wollten die Einrichtungen der Stadt eben involvieren. Und so ist es dann doch ziemlich weitläufig geworden, also dass nicht nur Kulturinitiativen, sondern auch zivilgesellschaftliche Akteure und Akteurinnen da teilgenommen haben, Privatpersonen, Künstlerinnen und Künstler. Also es hat sich dann ergeben, dass wirklich 120 Institutionen, Akteure alle mitgemacht haben in Erfurt allein und dadurch sich wirklich ein riesiges goldenes Band gespannt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, es war ja schon im Mai dieses Jahres ja auch schon, da kamen wir ja aus dem ersten frühen Lockdown oder es war auch noch viel geschlossen. Wie konnte man sich überhaupt teilnehmen? Also die Läden waren doch eigentlich noch also soziokulturelle Spielorte teilweise oder wie wurde sich beteiligt? Könnt ihr dazu nochmal was sagen? Wie wurde dieses Band gezogen überhaupt? Genau, wie Steffi schon meinte, es ist ja diese Symbolik der goldenen Decke, die war ja das Präsente quasi, aber hinzu haben wir dann noch Plakate gemacht und nochmal eine Petition quasi verfasst, die alle unterschrieben haben oder sich dazu bekannt haben quasi. Und so war quasi das Symbol der goldenen Decke das, was man in der Stadt gesehen hat, was dann auch, ob der Laden nun zu war oder nicht, quasi sehr eindeutig war und auch in Privathäusern überall rumgehangen wurde. Und dann
Ja, das ist das eine gewesen, das Symbolische. Und das andere ist natürlich das Inhaltliche gewesen, was man dann auch unterschreiben konnte, auch online und in Schriftform halt. Und es war eben schön, weil auch ganz spontan haben nochmal Leute Eigeninitiative ergriffen und Plakate gedruckt. Der Erinnerungsort, selbst die Staatskanzlei, ne, hatte dann nochmal einen Abend zuvor gesagt, hier, wir machen mit, wir finden das gut und setzen ein Zeichen. Und ja, insofern war das diese Kombination. Also der große Lockdown war ja zu der Zeit schon vorbei. Das ging ja, glaube ich, bis Mitte April. Und dann gab es eben sehr verschärfte Auflagen. Das war zunächst erstmal, glaube ich, nur 50 Personen im geschlossenen Raum. Aber das Projekt war ja von Anfang an sehr dezentral ausgelegt. Das war auch schön. Dadurch haben auch die sich einfach sehr vorsichtig sein wollten, sich trotzdem an dieser Aktion beteiligen können und als Einzelperson goldene Decken am Haus entlang spannen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass gerade durch diesen ersten Lockdown und diesen Wunsch, irgendwie sich auszudrücken oder das fehlende Bedürfnis, eine Zeit lang sich ausdrücken zu können, also dass diese Aktion da zusätzlich dadurch nochmal Wind bekommen hat, so, ne? Dass da viel Freude war, sich auch daran zu beteiligen. Und es gab ja auch einige Aktionen, die im öffentlichen Raum stattfanden. Also zum Beispiel hat das Ehepaar Mantu, das sind professionelle Musiker vom Theater Erfurt, spontan gesagt, wir würden gerne von Schuhhoff vor dem Café Hilgenfeld auf dem Domplatz ein paar Stücke zum Besten geben. Wir haben als SKV ein großes goldenes Band die Domstufen runterrollen lassen als symbolischen Akt. Es gab vom Chor der Augustiner ein Konzert aus dem Kunsthaus, aus den Fenstern des Kunsthauses. Und sie haben Ode an die Freude, also die Europahymne gesungen, so dass jeder so ein bisschen seine Nische gefunden hat, sich da trotzdem auch in der Öffentlichkeit zu zeigen und so kleine Statements zu setzen zum Tag der Befreiung. Vielleicht noch mal kurz zum Tag der Befreiung eingehakt. Warum ist denn wirklich für die da draußen, die es nicht mitbekommen haben, gerade der Tag der Befreiung auch so ein wichtiger Tag für die soziokulturelle Szene hier in Deutschland? Was verbirgt sich eigentlich dahinter für einen Mehrwert sozusagen? Naja, also ich würde sagen, es ist ja für ganz Deutschland oder für die Bevölkerung natürlich irgendwie ein wichtiger Tag, der auch nicht was, also so einen Tag bringt natürlich auch immer viel Diskussion mit, das ist auch gut so. Und da heißt es natürlich nicht, dass in einem Tag vor 70 Jahren da alles zu Ende war. Das ist natürlich nach wie vor ein Entwicklungsprozess und dessen sind wir uns auch bewusst. Und ich glaube auch, die Kultur ist sich dessen sehr bewusst. Und ich würde sagen, zum einen ist es natürlich immer sehr symbolkräftig für die Kultur, dass sie in Zeiten, dass sie einfach in Zeiten des Nationalsozialismus total eine Einschränkung gefunden hat. Aber das, ich finde, fand ja in ganz vielen Bereichen statt. Ne? Ich denke aber, die Kultur und Kunst hat halt die Möglichkeit, auch heute noch immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir immer achtsam sein müssen, dass es einfach ein Prozess ist, in dem wir uns nach wie vor befinden, dass Rassismus und Faschismus auch nichts ist, was einfach so geendet hat und endet leider. Und wo wir immer wieder auch mit Kunst und Kultur darauf hinweisen können, wie wichtig es ist, die Vielfalt in der Gesellschaft nochmal darzustellen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so eine Herzensangelegenheit für Kunst und Kultur. Und da ja auch sehr, sehr viele in Erfurt beteiligt waren, haben wir auch noch ein paar Bilder vorbereitet, die wir uns jetzt noch gemeinsam anschauen wollen. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch ein, zwei Worte sagen, wo das war, wer da beteiligt war. Oder wir lassen es einfach nur wirken auf uns, dieses goldene Band. Wir lassen es einfach zweimal durchlaufen. Ja, wir können es ja einfach nochmal wirken lassen. Was ich nochmal sagen wollte, was du ja vorhin angesprochen hattest, dass es natürlich auch kein einfaches Jahr für die Kultur und Kunst auch gerade ist und war. Und dennoch war an diesem Tag jetzt auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, was, wie ich gerade schon sagte, so was für Potenzial auch in Kunst und Kultur steckt. Ne? Es ist natürlich immer auch wichtig, darauf hinzuweisen, wie prekär die Situation gerade ist. Aber an dem Tag ging es auch wirklich darum zu zeigen, wie vielfältig es ist und wie vielfältig wir quasi da auch einen bunten Gegenstrom gegen rechte und rassistische und faschistische Ströme geben können. Ja, und ich glaube, was das goldene Band, sage ich mal, noch darüber hinaus für eine Symbolkraft hatte, ist, dass tatsächlich
so viele verschiedene freie wie auch städtische Träger sich daran beteiligt haben, das war schon schön. Also das war was, sage ich mal, in dieser Größenordnung, die wir, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, die wir vielleicht auch einfach noch nie hatten. Also das war so ein, ich sag mal, das sind so Werte, auf die konnte sich eine sehr breite Menge an Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und die Kunst und Kultur produzieren, einigen. Und hat es auch zum Ausdruck gebracht. Also sowohl die städtischen Betriebe haben sich daran beteiligt und auch an einer Aktion, die vielleicht, sage ich mal, für etablierte Kulturorte etwas ungewöhnlicher ist, aber eben genauso auch Privatpersonen, die gesagt haben, ja, es ist mir wichtig, das auch zu unterstützen. Und das war irgendwie auch so ein ganz schönes Beobachten, durch die Innenstadt zu laufen und zu merken, es ist wirklich eine Art Band entstanden. Ja, wir haben das ja gerade auf den Bildern gesehen, also es waren ja wirklich viele Orte auch wiederzuerkennen, die dabei waren und wie du schon sagst, auch noch Privatpersonen. Das Interesse war, glaube ich, auch in der Wahrnehmung sehr, sehr gut. Also würde ich dir sagen, hat die Presse das auch verstanden, was sich dort gezeigt hat? Auf jeden Fall. Also es gab sehr viele Berichte in den regionalen, aber auch in den überregionalen Medien. Und das war so was, wo wir als Orga-Team, also Lisa und ich waren da ja vor allen Dingen für die SKV mit beteiligt, aber auch Dirk und Monique, wo wir, glaube ich, uns alle gewünscht haben, dass Erfurt mal wieder in positive Schlagzeilen kommt. Und das konnten wir dann auch noch als kleinen Nebeneffekt erreichen. Da haben wir doch, ich denke, etwas sehr Gutes für die Stadt geschaffen. Ein, ja, so ein bisschen verspätetes frühlingshaftes Aufwachen für die soziokulturelle Szene dann ja noch. Und einem herrlichen Wetter, was wir, glaube ich, an dem Tag auch hatten. Es waren ja wirklich schöne, schöne sonnige Tage, die einfach auch gepasst haben und eingeladen haben zu flanieren, das sich zu erschließen. Ich würde euch für dieses Statement zum Goldenen Band danken und hoffen, dass wir als soziokulturelle Szene Erfurts an einem so coolen Projekt auch in Zukunft wieder teilhaben können. Und ich denke auch viele Leute dabei Lust haben, dabei mitzumachen. Man sieht ja auch noch immer einige goldene Decken an einigen Plätzen in der Stadt verteilt. Und ich bin da gute Dinge, dass wir das auch nochmal noch größer machen können. Also es gibt auf jeden Fall noch einen Nachtisch zu dieser Veranstaltung und dieser Nachtisch, den bereitet Dr. Mollrock zu, also ein örtlicher Künstler, der eine Vielzahl von den an diesem Tag benutzten goldenen Decken zu einem nachhaltigen Kunstwerk produziert und uns hoffentlich am 8. bzw. 9. Mai 2021 mit dem Ergebnis golden beglücken wird. Da dürfen wir also weiter gespannt sein. Und auch von mir noch ein letztes Wort. Und genau, es ist ja eben nicht, es ist ja der Tag der Erinnerung gewesen, kann man sagen. Aber es geht ja auch darum, das ganze Jahr das hindurch weg, natürlich mit Veranstaltungen oder auch mal in den Erinnerungsort, wenn es denn wieder geht, zu gehen und da sich auch immer wieder irgendwie zu bekennen und auch ein Zeichen zu setzen, nicht nur an dem Tag. Ich glaube, das ist ganz wichtig, jeden Tag auf jeden Fall für die Freiheit, die wir haben. Ja, ich danke euch, Studioapplaus, für unsere zwei ersten Gäste. An dieser Stelle würden wir Lisa Hilpert verabschieden und Stéphanie Malodurand bleibt bei uns. Auf Wiedersehen, Lisa, danke, dass du dabei warst auf jeden Fall. Denn als nächstes möchten wir über den Kulturknall sprechen. Da haben wir Stéphanie Malodurand als freie Kulturmanagerin und Organisatorin des Kulturknalls für die Ständige Kulturvertretung. Und Moritz Reisenberger vom Theater. Herzlich willkommen. Wir müssen gerade erst das Mikrofon desinfizieren. Ups. Und auch hier, den kannst du nicht anfassen vorher. So, die Lehne. Darfst du das schon hier aus dem Tuch nehmen? Perfekt. Und du kannst es auch anmachen, soll ich dir von Lisa sagen. Voilà. Hygiene. Hallo, schön, dass ihr es beide auch geschafft habt. Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Ja, nach dem Mai war der Sommer lang und dann folgte auch schon der Kulturknall. Am 19. und 20. September hieß es der Kulturknall für Erfurt. Ein richtig neuer Name, ein ganzes Wochenende im Spätsommer für die Kultur. Was ist da eigentlich passiert? Vielleicht kann uns erst Stéphanie so ein bisschen erzählen, weil die Idee, kein Problem, die Idee ja, wir spoilern, mal mit einem Kulturflaniert anfing, was die Ständige Kulturvertretung ja schon, ich glaube jetzt im siebten Jahr dieses Jahr sich gejährt hätte, als ein ja, Datum der offenen, freien Häuser, in dem wir ja herkömmlich mit den
offenen Ateliers zusammengearbeitet haben. Wie kam es trotz diesem Krisenjahres 2020 eigentlich dann doch zu der Planung überhaupt, Stefanie? Ja, obwohl das ja schon so ein Traditionsprojekt ist, kann man schon fast sagen, ne? War uns am Anfang des Jahres noch nicht klar, ob wir das machen werden oder nicht, weil die SKV ja mit ihrer Arbeit auch sehr viel umfangreicher geworden ist, auch so was so andere kulturpolitische Aktionen angeht oder der Netzwerkarbeit. Und Kultur flaniert ist zwar ein Herzensprojekt, aber immer auch mit viel so, naja, Aufwand verbunden, weil es ja überall in der Stadt im besten Falle stattfinden soll und auch mit geglückten Kooperationen und viel Programm. Und da waren wir dann schon am Überlegen, machen wir vielleicht mal ein Päuschen, verändern wir das Konzept. Also es gab so, unabhängig davon, dass diese Pandemie unser aller kulturelles Schaffen beeinflusst hat, gab es auch da schon Überlegungen, wie wir weiter mit Kultur flaniert umgehen können, also aus dem Kind einen Jugendlichen zu machen. Und ja, dann saßen wir im Mai zusammen und ich weiß noch, dass wir die Gretchenfrage gestellt haben und da ist uns aber bewusst geworden, dass gerade durch die Pandemie so ein Bedürfnis nach Kultur, vor allen Dingen auch Kultur, die im öffentlichen Raum stattfinden kann, da war. Und dann haben wir gesagt, ja, dann wäre das eigentlich ein, also dann ist es ein Muss, Kultur flaniert umzusetzen, auch im Jahr 2020 und aber auch weiter zu wachsen. Und da entstand schon dieser Wunsch zu kooperieren mit den städtischen Kultureinrichtungen. Was auch darin begründet lag, dass wir dann schon im Mai, Juni wussten, dass die lange Nacht der Museen ausfällt, dass bestimmte andere städtische Kulturfeste nicht stattfinden können. Und wir haben gedacht, okay, das ist ja die Schönheit oder das ist der Vorteil, den die freie Szene hat, dass wir noch ein bisschen flexibler auf bestimmte gesellschaftliche Umstände reagieren können oder auch so Nischen in Möglichkeiten finden. Und dann haben wir gesagt, okay, also das ist ein schöner Anlass und eine Dringlichkeit, Kultur flaniert als Konzept zu erweitern. Und dann sind wir auf die Stadt Erfurt zugegangen und haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass die städtischen Kultureinrichtungen, die Museen, die Galerien, die Erinnerungsorte auch am Tag der offenen Kultur aufmachen und haben gesagt, okay, im besten Falle kriegen wir noch die großen Player, wie zum Beispiel das Theater Erfurt und oder die größeren und machen wirklich mal einen Tag der offenen Kultur, nicht mehr nur der offenen Soziokultur. Das ist schon direkt gesagt. Moritz Reisenberger ist noch bei uns vom Theater. Bis jetzt ist ja die Stadt dazugekommen. Moritz, wir haben so ein bisschen die Theater auch diesen Krisensommer durchlebt. Wie kam dann diese Idee, beim Kulturknall mit der Stadt und der Ständigen Kulturvertretung zu kooperieren? Ja, wir haben parallel sind wir auf die anderen Theater zugegangen und Kulturveranstaltungsorte und hatten eben gesagt, wir wollen einen Tag der Wiedereröffnung sozusagen machen nach dem Sommer. Also wir sind da als Theater haben wir auf dem Domplatz eben auch die Domstufenfestspiele sozusagen gegeben in geänderter Form. Und sagten aber eben, es ist notwendig, da kam die Initiative aus dem Theater, dass wir dann eben nochmal schauen, wie können wir auch die neue Saison vielleicht einläuten mit einem größeren Event, so gesagt. Und dann überschnitt sich das eben mit der eben von Stefanie angesprochenen Kultur flaniert. Und letztlich, ich weiß nicht genau, wer dann wirklich der Impulsgeber war, ob das durch die Stadt dann angesprochen wurde. Auf jeden Fall hatten wir in der Besprechung mit den anderen Kulturunternehmungen, die es gibt, also die städtisch noch unterstützt werden, schon, ich glaube, das zweite Treffen oder sowas, da kam das zur Sprache, dass eben Kultur flaniert voraussichtlich am selben Wochenende stattfinden soll. Hm? Und dann hatten wir uns eben überlegt, das wäre doch vielleicht schön, wenn wir das gemeinsam angehen. Ja. So wurde dann Synergie gefunden, nehme ich mal an. Das ist jetzt aber ja schon, wir sind jetzt ja schon im Mai und Kultur vielleicht war im September. Das muss ja auch ein ganz schön schneller Prozess gewesen sein, so eine große Kooperation so schnell über die Bühne zu kriegen. Wie war da so die Zusammenarbeit, Stefanie? Sehr spannend auf eine Weise. Also ja, ich hatte manchmal das Gefühl, ich mache gerade 10 Sachen gleichzeitig und man hat mit so vielen verschiedenen Menschen kommuniziert, also ob das jetzt
eine städtische Galerie war oder ein Einzelkünstler oder eben mit Moritz vom Theater und ihr habt ja ganz andere Abläufe, ihr habt ja andere Hierarchien, das ist ja sozusagen nicht immer alles so schnell möglich, wie wir das vielleicht von unserer Arbeit kennen. Und genau, und dann gab es ja auch diese unterstützende Kooperation mit der Stadtverwaltung und auch da gab es immer wieder Rücksprachen und viele Gespräche. Dann gab es die Arbeit im unmittelbaren Team. JP, du warst ja als Programmverantwortlicher selber mit beteiligt. Das wissen ja die Zuschauerinnen. Und das war schon irgendwie eine herausfordernde Zeit. Immer auch, also mit diesem Wissen, das ist jetzt irgendwie so ein Pilot. Und da kommen ganz viele Bedürfnisse zusammen, aber irgendwie ist diese Hoffnung, gemeinsam was Kooperatives nach außen zu bringen, so groß, dass wir jetzt einfach dauerhaft professionell versuchen zu improvisieren. So habe ich das irgendwann empfunden. Und dann hat man sich quasi von einer Gesprächsrunde in die nächste gearbeitet und wusste, okay, wir müssen jetzt alle so ein bisschen in die Gänge kommen, da das Theater Erfurt Sommerpause macht. Und das heißt, dass alles, was so Grafik angeht oder gemeinsame Namen, Namensfindung oder Termine zu einer Pressekonferenz und Druck von Plakaten, Autorisierungen von Inhalten, dass das eigentlich alles vor der Sommerpause noch passieren muss. Die fing, glaube ich, am 1. August an bei euch, oder? Wie war das? Ich würde tatsächlich beim Namen gleich nochmal kurz einhaken. Der Name Kultur flaniert, haben wir jetzt ja schon gehört. Ein Traditionsprojekt, was es schon gab, Moritz. Theatrale hieß dann ja der Sonntag des Kulturknallwochenendes, was eben Kultur flaniert und Theatrale waren. Ist denn diese Theatrale der Name neu, die Idee neu oder hattet ihr da auch schon vorangegangene Überlegungen? Du sagst jetzt ja, wir hatten uns schon so diesen runden Tisch gefunden. Wie kam es dann zu dieser gemeinsamen Namensfindung? Naja, wir haben eben gesagt, wir wollen diese Veranstaltung durchführen. Es waren eben dann verschiedene Aspekte. Wir haben gesagt, wir wollen das als Theater öffentliche Veranstalter. Es gab Kultur flaniert, was halt eben den Namen hatte. Wir sagten schon, wir müssen dem Tag einen Namen geben. Also das ist ja, wenn man damit an die Öffentlichkeit geht, kannst du nicht einfach sagen, wir wollen da was machen. Also das ist, irgendeinen Namen braucht das Kind sozusagen. Und haben uns dann eben auch im Plenum mit den anderen Kolleginnen und Kollegen auf diesen Namen Theatrale geeinigt. Und der Kulturknall war dann sozusagen der Überbau für das gesamte Wochenende. Also das war, weil ja letztlich, glaube ich, Kultur flaniert eben ist halt als Marke etabliert, wenn man so sprechen möchte. Und wir sagten eben, wir wollen an dem Sonntag doch irgendwo eigenständig bleiben auf eine Art, dass das auch für das Publikum nicht zu undurchsichtig sozusagen wird. Es war ja dann doch ein recht großer Versuchsballon, wenn man so möchte. Ja, also insofern war das eine Geschichte, die wir intern im Rahmen dieser, also mit den anderen Partnern sozusagen besprochen haben. Jetzt haben wir nämlich nicht nur den neuen Namen, ich würde jetzt nämlich auch mal kurz, was ist denn an den einzelnen Tagen passiert, fragen wollen. Ob Stefanie nochmal was zum Kultur flaniert, was war so das Programm und muss auch nochmal so kurz überreißen, was an der Theatrale passiert ist, dass die Leute, die es leider verpasst haben, jetzt aber bestimmt ganz interessiert sind, was da eigentlich was ihr verpasst habt, ja. Ich würde gerne voraus noch mal ganz kurz was zum Titel Kulturknall sagen, also warum wir auch, also nicht nur aus, wir hätten gerne ein Oberthema, was ja natürlich auch so ist, sondern auch aus diesem Bedürfnis heraus, deswegen hieß es ja auch Knall, ist jetzt vielleicht nicht ästhetisch so anspruchsvoll, dieser Begriff, aber es kam diesem Bedürfnis nach, okay, Lockdown, dann wieder Sommerpause, dann so vielen Einschränkungen, denen man irgendwie so unterliegt und diesem Bedürfnis nach außen zu treten und sich zu zeigen, also mit dem, was man als Programm ja entwickelt hat oder einfach auch mit dem Ausdruck der Kunst nach draußen zu kommen. So. Und deswegen war das auch dieser Begriff und wir haben auch gesagt, es ist klug, sich gegenseitig zu unterstützen in der Öffentlichkeitsarbeit. Also natürlich hätte man am Ende auch sagen können, jeder macht seins, Kultur flaniert ist eben am Samstag und Theatrale ist eben am Sonntag. Aber irgendwie haben wir gedacht, nee, wir unterstützen uns und solidarisieren uns, indem wir gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit betreiben und eben eine Pressekonferenz zum Beispiel einberufen, an denen alle also wichtige Vertreter dieser beiden Tage da sind und auch immer gemeinsam eine Pressemitteilung rausgeben und einen gemeinsamen Flyer haben. Das war quasi auch ein sehr symbolischer Akt, der nicht immer bis in die letzte Zufriedenheit funktioniert hat, aber das war in dem Moment gar nicht so wichtig. Ich glaube, es war wirklich einfach zu sagen, wir unterstützen uns gegenseitig und machen da jetzt nicht so große Unterschiede zwischen, ja, das sind jetzt die Freien und das sind jetzt die städtischen Träger. So, genau.
Und zum Programm, das war sehr vielfältig. Es gab sehr allseits bekannte Player, die immer auch schon bei Kulturflaniert mitgemacht haben, wie im Erfurter Norden, das Klanggerüst, die Saline oder das IOZ. Wir haben aber auch so kleine Tanzgruppen gehabt im öffentlichen Raum. Und wir hatten in diesem Jahr ein neues Format, das waren sogenannte Kulturrundgänge, die, wenn es ging, gemeinsam gemacht wurden mit einem freien und einem städtischen Kulturakteur und zu verschiedenen Themen, also beispielsweise Kunst oder auch das Theater hat dann mit einer Solistin und verschiedenen anderen Musikern aus dem Theater im öffentlichen Raum gespielt. Wir hatten eine Graffiti-Street-Art-Führung, wir haben eine Führung gehabt vom Erinnerungsort Topf und Söhne, wo es um das Gedenken ging und um verschiedene Orte, die vom Nationalsozialismus betroffen waren. Also wir haben wirklich versucht, das sehr breit aufzustellen und auch da quasi immer diesen Hygieneauflagen gerecht zu werden. Also jeder Kulturort hat sozusagen so ein bisschen so ein eigenes, überschaubares Programm gehabt. Wir haben keine große Festivität in dem Sinne organisiert. Aber es gab einen kleinen Abschluss, aber das wirst du ja wahrscheinlich noch sagen jetzt. Und haben stattdessen gesagt, okay, die Qualität ist uns wichtig, also gucken wir, dass wir beispielsweise solche Rundgänge machen, wo immer nur 15 Menschen beteiligt sein können, aber eben dafür auch in die Tiefe gehen können. Also viel zum dabei sein, ich denke. Ja genau, und am Sonntag war eben auch dasselbe Ziel, also dass wir solidarisch sozusagen miteinander umgehen. Und hatten gedacht, wie können wir das nach außen darstellen sozusagen. Deswegen den Gedanken gehabt, dass wir natürlich uns jeder auch auf seine Art präsentiert, aber eben auch die Möglichkeit besteht, dass die Schotte bei uns im Theater spielt oder wir umgekehrt im Theater im Palais zu Gast sind mit daran angepassten Projekten. Das hat vielfältig stattgefunden, auch in den Veranstaltungsorten, also Zentralheize zum Beispiel nimmt, die ja eigentlich noch nicht geöffnet ist und so weiter, fand was Kleines statt. Im Stadtgarten waren wir zu Gast, also wir spreche ich jetzt als Theatrale sozusagen, das ist jetzt nicht nur Theater Erfurt und so weiter, also auch im Schauspielhaus etc., Kulturquartier. Das war so die Grundidee. Ansonsten fanden eben auch in der Stadt ein paar Sachen sind dort dargeboten worden. Also wir sind mit einem kleinen Bus rumgefahren und haben an verschiedenen Orten was gespielt. Es gab dann nochmal eine an sich als Höhepunkt oder Abschlussveranstaltung geplante Geschichte in der Barfüßerkirche, wo der Plan war eben, dass sich alle im Grunde beteiligen von diesem Tag. Das ist dann aus diversen Gründen nicht anders gelaufen, aber vielleicht kleiner ausgefallen als geplant sozusagen. Aber eben, wir wussten das alles, das ist auf eine Art eine Improvisation oder ein Tryout gewesen sozusagen, relativ schnell zusammen gestückelt, wenn man so möchte. Also du hast ja selbst gesagt, wenn man im Mai damit anfängt, als Reaktion auf die Krise sozusagen, bleibt nicht viel Zeit, vor allem wenn dann diverse Theater im Weitspeicher war, auch zwischendurch dann irgendwie ein paar Wochen in der Spielzeitpause und so weiter. Wir waren, wie Stefanie sagte, eben 6 Wochen oder 5,5 Wochen nach den Festspielen. Wir hatten vor diese relativ sehr aufwendigen Festspiele mit dem neuen Sicherheitskonzept quasi und so weiter. Also insofern, aber es war, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr schöner Auftakt alles in allem, dass wir ja, also eine neue Geschichte vielleicht da kreiert haben. Mal sehen, was da in der Zukunft von übrig bleibt. Also. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine abschließende Frage. Also für alle, die es verpasst haben, hofft, dass es nächstes Jahr wieder so ein spannendes Projekt gibt. Wird es nächstes Jahr wieder so ein spannendes Projekt geben? Stefanie, kannst du schon spoilern, ob es eine Kultur flaniert, auch unter Krisen, Umständen, wie es auch immer werden wird, in 2021 geben wird? Gleiche Frage dann gleich weiter an Moritz sozusagen. Also wir hatten als großes Team, also sowohl die Beteiligten der Theatrale als auch die Stadtverwaltung Erfurt, als auch wir von der SKV, hatten wir quasi wie so ein Resümee-Treffen im Hirsch-Heinrich-Sommergarten und haben es uns da an einem Abend gut gehen lassen. Und da haben wir erstmal so ein bisschen die Stimmung gesammelt und überlegt, was kann davon bleiben, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Und ich kann aus dieser Runde jetzt noch nicht für das Gesamtprojekt also viel ableiten. Ich weiß aber, dass wir
Kultur flaniert weitermachen wollen und auch weiterentwickeln wollen natürlich. Und es gab jetzt schon erste Gespräche von Seiten der SKV, erstmal mit der Stadtverwaltung, wo wir zu ihm gesagt haben, also wir hätten große Lust, wieder eine Gesamtkulturausgabe zu machen. Und es waren vor allen Dingen die städtischen Kulturbetriebe, also die Museen und Galerien und Erinnerungsorte, die sehr positiv von Kultur flaniert berichtet haben, weil es für sie einerseits inspirierend war, weil sie deutlich andere Zielgruppen hatten, aber weil es auch ganz schöne, erfrischende Verbindungen gab zu freien Kulturakteuren. Und umgekehrt war das dann ähnlich, sodass man auch gemerkt hat, wenn wir das... wenn wir wieder ins Gespräch kommen, können wir da auch ein schönes, nachhaltiges Format machen. So, und ich denke, das ist schon mal sicher, dass es Kultur flaniert gibt und auch als Gesamtkulturausgabe, inwiefern wir dann mit den Theater oder mit der Theatrale zusammenarbeiten, wenn es die noch geben sollte als Initiative, das ist, glaube ich, noch nicht zu Ende besprochen. Aber man hat sich auf jeden Fall sozusagen auf dem Schirm und ich denke, das ist das Gute. Wir haben jetzt schon einmal so eine Furche in den Boden geschlagen. Man kann da relativ schnell auch wieder zumindest kleinere Verbindungslinien schaffen. Das wirkt jetzt nicht mehr unmöglich. Ja, eben. Die Theatrale, ich meine, wir haben das ja angefangen aus dem Aspekt heraus, dass wir gesagt haben, wir wollen uns solidarisch zeigen. Wir wollen auch zeigen, also eben als Reaktion auf die Krise, wir sind wieder da sozusagen. Das ist natürlich eine Frage jetzt auch, wie transformiert man das in die nachfolgenden Jahre sozusagen, weil ich meine, kein Mensch weiß, wie lange jetzt diese Krise gedauert, ob das sozusagen nochmal vonnöten ist. Trotzdem war eben allgemeiner Tenor, dass das, also unter den Beteiligten, dass wir das im Grunde weiterführen wollen. Da finden jetzt auch schon Gespräche statt. Wir haben auch schon ein Datum eigentlich ins Auge gefasst. Aber trotzdem möchte ich das jetzt auch noch nicht als, das kommt in jedem Fall sozusagen, weil wir uns wie gesagt auch noch finden müssen, was wollen wir damit ausdrücken, also was ist das Ziel sozusagen, auch als kultureller Standort da weiter dann zu wirken. Und ja, also diese Gespräche finden jetzt statt, aber ich denke, dass das zum Erfolg führen wird sozusagen. Ich würde sagen, das lässt uns doch auch positiv ins Jahr 2021 blicken, wenn wieder sowas Cooles stattfinden kann. Deshalb vielen, vielen Dank für die Organisation dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr hier Rede und Antwort gestanden habt auf unserer digitalen Kulturversammlung der Ständigen Kulturvertretung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Studioapplaus für unsere zwei Gäste. Und dann lasst die Mikrofone einfach liegen. Danke, auch dir, JP. Vielen Dank. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Leider nicht dabei sein können heute ganz viele andere unserer Freundinnen und Freunde aus der soziokulturellen Szene. Hashtag Kulturkoma, wir sind immer noch flachgelegt. Wir fallen immer noch aus. Aber damit ja natürlich trotzdem alle gehört werden, haben wir von der Ständigen Kulturvertretung eingeladen, uns doch Videos zu schicken, Best-Practice-Videos, um auch rauszufinden, wie war es eigentlich für die einzelnen Betriebe, Akteure und Initiativen in diesem Jahr mit den Fragen, wie habt ihr dieses Krisenjahr überstanden, was gibt es bei euch eigentlich Neues, gibt es euch eigentlich überhaupt noch, habt ihr Tipps für die nächste Jahreszeit und da schauen wir jetzt einfach mal rein in die Videos, die es gibt. Es ist einiges, muss ich kurz dazu sagen, einige haben es leider nicht geschafft, weil wir doch so einen großen Block an Videos geschaffen haben, den wir jetzt versucht haben, ein bisschen zusammenzukürzen. Und die schauen wir uns jetzt an. Wer es nicht geschafft hat, noch mehr dazu auf unseren sozialen Medien. Jetzt erstmal Film ab. Ja, aber was soll ich? Ich sag jetzt nur, hallo, ich bin Ronald, na, sagst du drüben. Und ich bin Max vom Kino Korea. Ja? Ich bin Max vom Kinoclub. Erfurt. Ich bin Max vom Kinoclub Erfurt. So, ich bin Ronald vom Kinoclub. Und was ist der Kinoclub? Wir sitzen hier im kleinsten Kino von ganz Thüringen. Klein, aber fein sind wir, der Kinoclub, ein unabhängiges Programmkino. Wir haben einen Saal mit 60 Plätzen und zeigen
eine Menge Filme normalerweise. Müssen wir ja auch hier im Kino so einen Corona-Hygieneplan erstellen. Und das bedeutete halt leider auch, dass wir bei 60 Plätzen irgendwie momentan nur 25 besetzen können. Über die Corona-Zeit hatten wir lange Zeit geschlossen, von Mitte März bis Mitte Oktober. Dann haben wir 2 Wochen aufgemacht, bis dann der neue Lockdown beschlossen wurde und wir wieder zumachen mussten. Glücklicherweise konnten wir dann aber trotzdem unser Open Air im Grünbacken machen und das durften wir sogar 2 Wochenenden länger veranstalten, sodass wir insgesamt 14 Vorstellungen hatten. War ja schon mal gut, es waren auch weniger Leute da, aber trotzdem eine schöne Stimmung, die Leute waren entspannt und war auch immer voll. Und außerdem haben wir in der Zwischenzeit dann auch noch im Schauspielhaus im Herbst die Primetime gemacht, auch mit ein paar Veranstaltungen, wo wir dann Filme zum Thema Ausreißen gezeigt haben. Auf technischer Seite die lange Zeit, die wir nun hatten, genutzt, einiges zu verändern und ins digitale Zeitalter uns zu beamen. Dann haben wir Fördergelder bekommen vom Bund. Das heißt, die Einmalkosten wurden für uns zu einem großen Teil übernommen. Dann sind wir in der glücklichen Lage, seit Jahren stabil Teil der institutionellen Förderung der Stadt Erfurt zu sein. Aber es ist natürlich an sich tragisch und schade, dass Kino zu ist. Und was auch noch gar nicht absehbar ist, dadurch, dass die Drehbedingungen ja in diesem Jahr so schlecht sind, dass man noch gar nicht weiß, was es eigentlich für den Filmmarkt im nächsten und übernächsten Jahr bedeutet. Und hoffen, dass es, wenn nicht im Dezember, dann noch aber irgendwie Anfang nächsten Jahres wieder weitergeht mit Kultur. Haltet alle durch. Lasst euch nicht entmutigen. Genau. Und macht weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Hallo. Ich bin der Thilo. Das ist das Klanggerüst. Und seit 2007 sind wir dafür da, dass vor allem lokale Kunst- und Kulturschaffende einen Ort bekommen, aufzutreten und eine Bühne, ihre Visionen zu verwirklichen. Dieses Jahr war das alles jedoch etwas anders. Ein paar Dinge konnten wir nach draußen verlegen, auf unsere jetzige Außenbühne, aber noch lange nicht alles. Und ansonsten haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, wodurch wir ganze 16 Personen in unser Gebäude reinlassen können, was bisher für Workshops ausgereicht hat. Und außerdem haben diese wundervolle Lüftung hier reingebaut, was uns alles gerade nichts bringt. Denn wir dürfen ja weder Workshops noch irgendetwas anderes drin veranstalten. Ja, worüber wir uns gerade über Wasser halten, sind natürlich Fördergelder, die wir bekommen, und Corona-Hilfen. Und für ein paar Preise haben wir uns beworben, wo wir natürlich hoffen, dass das zumindest etwas wird. Und ehrlich gesagt haben wir ansonsten auch keine Tipps für euch, außer, dass ihr dasselbe tut wie wir und schnort, wo ihr könnt. Ja, also versucht, Fördergelder oder Corona-Hilfen zu bekommen, denn auch wir wissen nicht mehr weiter. Ich glaube, alles getan zu haben, was von uns verlangt wurde. Und glaube auch, dass ihr dasselbe getan habt. Daher viel Glück euch und macht das Beste draus. Freie Kulturkarawane. Ja, ich bin der Kalle von der FKK. Leider kein Nudistenverein, sondern wir sind ein Zusammenschluss aus verschiedenen Kollektiven aus Thüringen. Mittlerweile sind wir über 20 Stück, unter anderem aus Jena, Eisenach, Gotha und Arnstadt. Ja, wir stehen für Kulturprotest. Wir wollen innerhalb von Kulturräumen auch etablieren von Spontanparty-Konzepten und vieles mehr. Lest gerne unsere Forderungen im Internet nach. Ja, wir haben uns damals durch den Disco-Stammtisch gegründet und haben 2018 bei der Mietparade teilgenommen. Das war eine Demo gegen Gentrifizierung. Und daraus hat sich dann entwickelt, dass wir 2019 die damals noch Erfurter Kulturkarawane gemacht haben, mit über 6 Wegen. Und dieses Jahr, 2020, war unsere erste Aktion der Kemmerich-Protest, als die AfD im Landtag eingezogen ist. Und da haben wir einen Wagen mitgestaltet. Und dann kam natürlich 2020 der Lockdown. Und wir haben statt unserer anberaumten Demo eine
einen 10-stündigen Stream gemacht, haben unsere Demo auf den Spätsommer verschoben und da hatten wir dann ein Kooperationsgespräch mit der Stadt, was sehr kritisch war und wir wollten auch selber nicht verantworten, da ein Infektionsrisiko für unsere Teilnehmerin zu haben. Und deswegen haben wir die Demo dann durch einen weiteren 10-stündigen Stream ersetzt. Und aktuell sind wir dabei, bei der Hashtag Kulturkoma-Aktion mitzumachen. Wir produzieren Videos dafür und sind mit unserer Vereinsgründung beschäftigt. Tipps für andere sind, Fördermittel, beantragt diese und schließt euch zusammen und arbeitet zusammen. Hallo liebes SKV-Team, liebe SKV-Crew, liebe Kulturversammlung. Wir sind die drei von der kleinen Rampe, die Caro, die Anita und die Judy. Wir wollen euch kurz was erzählen über unser Corona-Jahr bis jetzt. Wir würden vielleicht mal im März anfangen. Wir hatten schon für Freitag und Mittwoch regelmäßige Veranstaltungen geplant und mussten dann alles absagen und natürlich auch, wie ihr wisst, alles schließen. Und wir haben uns dazu entschieden, am 21. Juni, an unserem dritten Geburtstag, dann wieder zu eröffnen mit einem Außenbereich, mit Abständen natürlich, mit einer Außenbar, alles hygienekonform und mit Hygienekonzept natürlich. Das hat super funktioniert, wir waren sehr dankbar. Die Besucher haben uns viel Dankbarkeit auch entgegengebracht und es war ein schöner Sommer, 2020 können wir so sagen. Dann kam der September, dann kam natürlich auch langsam, dass wir auch selber uns Gedanken gemacht haben, okay, was passiert, wenn die zweite Welle kommt, wenn wir wieder schließen müssen. Wir haben trotzdem weiter geplant, wir hatten viel vor, wir haben gerade gar nichts zu tun, sagen wir es mal so. Überlegen natürlich, wie wir alternativ trotzdem für euch da sein können. Anita und Caro sagen euch noch mal so ein bisschen was zu unserer finanziellen Situation und was wir vielleicht für einen Ausblick haben noch für uns, was wir sehen. Ja, ich gebe mal. Ja, bislang haben wir das ganze Jahr eigentlich ohne zusätzliche Hilfen verbracht und haben keine Förderung erhalten und sind wahrscheinlich auch in der Form nicht förderfähig. Und jetzt durch den zweiten Lockdown und unsere Handlungsunfähigkeit sind wir quasi vor große Schwierigkeiten gestellt, dass wir eigentlich nicht wissen, wie lange wir das weiter so halten können, müssen jetzt einfach mal schauen, wie die nächste Zeit zu überbrücken ist für uns. Okay, soviel zum finanziellen Part. Ich könnte jetzt noch was zum energetischen Part sagen, was für uns 2020 gemacht hat und gebracht hat oder genommen hat. Insgesamt ziemlich viel und zwar nicht nur Schlechtes. Also wir haben super viel Unterstützung erfahren, durch Arbeitseinsätze, Freunde, die sofort sagen, wir sind dabei, wir machen mit. Eine neue Art von Gemeinschaftsgefühl auch hier auf dem ganzen Zughafengelände. Also unser Motto ist sowieso einfach machen. Wir haben eine Idee und setzen sie dann um und so war es diesen Sommer auch. Und das bringt natürlich viel positive Energie und hat uns über den Sommer hin getragen. Bis jetzt, und jetzt sind wir quasi wieder am selben Punkt wie vor einem Dreivierteljahr oder vor einem halben Jahr und haben aber auch wieder eine neue Idee. Also wir warten nicht ab, dass jemand kommt und uns rettet. Da ja der große Plan war, auf Weihnachtsmärkten präsent zu sein beziehungsweise diese sogar mitzubetreiben, haben wir mal um uns geschaut und unserem Netzwerk geht es ja ähnlich. Also wir haben viele Freunde, Bekannte, die Produkte kreieren und schon produziert haben für die Märkte und nun genauso dastehen wie wir und unsere Idee ist es einfach, dieses Netzwerk, diese Freunde ein Stück weit an die Hand zu nehmen und denen eine Plattform zu bieten, um vielleicht doch noch einen kleinen Weihnachtsverkauf zu machen und dafür werden wir jetzt uns mal wieder neu erfinden und diesen Ort hier nutzen. Das ist zumindest die Idee. Das ist aber wie alles, was bisher bei uns und mit uns geschehen ist, erstmal ein Bild in unserem Kopf, das irgendwie mit der Zeit entsteht und wir sind selber total gespannt, wie das funktioniert und ob das funktioniert mit euch zusammen. Aber was wir in jedem Fall in diesem Jahr gelernt haben, ist, dass Zusammenarbeiten immer super gut ist und dass man einfach flexibel und spontan bleiben muss und sich auf neue Ideen, neue Gegebenheiten einlassen muss und das auf jeden Fall Mehrwert bringt. Ja. Ja. Das ist ein gutes Abschlusswort gewesen. Mhm. Vorbei, Marcel. So. Halte durch. Stay strong. Hey! Also, okay.
Ja, die 2 Minuten sind auf jeden Fall jetzt rum. Ja, das kann man alles noch schnippeln. Ben aus dem Kulturzentrum Engelsburg, welches seit März diesen Jahres, genauso wie alle anderen Kulturstätten auch, Corona-bedingt geschlossen hat. Seitdem versuchen wir uns mit Streams und Spendenaufrufen irgendwie über Wasser zu halten. Außerdem mussten wir einen Großteil unserer Belegschaft in Kurzarbeit schicken und sind auch sonst auf staatliche Hilfen aktuell angewiesen. Nichtsdestotrotz war unser Sommer relativ ereignisreich. Wir haben zusammen mit vielen anderen Kulturschaffenden in Erfurt den Enkelverein gegründet und haben 2 Open-Air-Plätze betrieben. Zum einen den Stadtstrand-Biergarten am Zughafen und den Hirsch-Heinrich-Sommergarten im Hürnzingenpark. Dort konnten wir zumindest die Hälfte unserer geplanten Konzerte stattfinden lassen. Nichtsdestotrotz hatten wir mit Problemen zu kämpfen dort, sei es die Werbung zielgerichtet so auszurichten, dass genug Leute kommen, aber nicht zu viele. Außerdem hatten wir einen höheren Personalaufwand, gerade in Security, um Corona-Maßnahmen auch wirklich sicherstellen zu können. Wir fiebern dem Tag entgegen, an dem wir unseren Club wieder aufmachen können und hier ein vernünftiges Tagesgeschäft irgendwie an den Start bringen können und möchten euch ganz gern mit auf den Weg geben. Verbündet euch, schließt euch zusammen, diskutiert Möglichkeiten. Was gibt es für Förderprogramme, dass niemandem was durch die Lappen geht? Sprecht euch auch ab, was gibt es für Vereinfachungen, die vielleicht in der Veranstaltungsanmeldung möglich wären. Lasst uns in Dialog gehen mit der kommunalen Politik. Lasst uns vielleicht darüber sprechen, dass Sonderereignisse nicht nur 10-mal im Jahr stattfinden dürfen, sondern die nächste Open-Air-Saison irgendwie gesichert werden kann. Sonst bleibt fit und einfallsreich. Hallo, liebe SKV. Stefan hier vom KrassFit. Ich versuche mal in dem Clip in aller Kürze zu erklären, wie wir unser Projekt dieses Jahr umgesetzt haben und wie wir mit der Corona-Pandemie und allen damit verbundenen Einschränkungen umgegangen sind. Das KrassFit-Festival für Illustration und urbanes Skizzieren hat Ende September für 5 Tage im Klanggerüst und im Kontor stattgefunden. Die einen oder anderen kennt es vielleicht von euch. Auf jeden Fall hatten wir natürlich viel mehr geplant und Sachen anders geplant und im Zuge der Pandemie Sachen canceln müssen, umstellen müssen. Damit angefangen, dass wir uns ab März nicht mehr so organisieren konnten und Sachen durchführen konnten, wie wir es wollten. Vorabveranstaltungen wurden gecancelt. Viele Sachen konnten ja im Mai, März und April nicht stattfinden. Wir haben angefangen, einen kleinen Blog anzustarten, um mögliche digitale Inhalte online zu bringen, plattformunabhängig. Im Zuge dessen haben wir angefangen, gewisse Veranstaltungen, Veranstaltungsformate regelmäßig dort zu kommunizieren. Wir haben zudem angefangen, einen Livestream zu etablieren, zusammen mit Kai Albrecht von Nochso e.V. und Nils Jüngling, meinem Mitinitiator, haben wir einmal im Monat an einem Donnerstag für 3 Stunden gesendet. Wir waren an unterschiedlichen Kulturorten, haben dort zusammen gezeichnet, zusammen gesprochen, zusammen Mucke gehört, uns ein bisschen gegenseitig ausgetauscht und Erfahrung gebracht, was bei jedem so abgeht. Versucht, kurzweiliges Format damit an den Start zu bringen, um auch auf das Festival und alle Veranstaltungen, die wir planen, hinzuweisen. Das Festival selbst für uns war auch eine extreme Herausforderung. Dadurch, dass wir bis zu guter Letzt nicht wussten, ob es stattfinden kann, wie es stattfinden kann, wie viele Leute wir haben dürfen. Wir hatten natürlich berechtigterweise Hygienekonzepte im Konto und im Klanggerüst, die wir umsetzen mussten. Die Beschilderung, Einbahnstraßensysteme, Raumbegrenzung etc. Wir haben zum Glück extrem viel Unterstützung der Einrichtung gehabt, der Kulturszene, von Helfern und Supportern. Der Erfurter Zeltverleih zum Beispiel hat uns ein Zelt kostenlos zur Verfügung gestellt, damit wir den Außenbereich als Raum nutzen konnten. Ja, und ansonsten hatten wir natürlich zusätzliche Aufwendungen, auch die ganzen Konzepte zu etablieren. Wir haben so kleine Masken angestartet, damit die Leute relativ safe unterwegs sind und auch versucht, möglichst viele Inhalte vom Festival online zu bringen, live zu streamen oder irgendwie aufzunehmen. Da auch genügend Fersengeld bezahlt und Erfahrungen gesammelt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Das ist leider nicht so einfach, 1:1 umzusetzen. An der Stelle auch liebe Grüße und danke an alle Unterstützer, die uns dabei geholfen haben. Ja, ansonsten unser Fazit, wir hatten Glück mit dem Wetter, das hat viel gerettet. Wir hatten Glück mit den Leuten, die uns supportet haben, das hat uns viel ermöglicht.
in Zukunft müsste man sowas natürlich detaillierter planen. Es ist alles nicht so einfach gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir verdammt viel Schwein gehabt. Und damit schließend wünsche ich euch innig viel Glück bei euren Projekten. Hoffe, ihr kommt gut durch die kalte Jahreszeit, durch die dunklen Tage. Haltet die Ohren steif. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, ihr alle, für diese lieben Videos. Wir sind hier immer noch bei der digitalen Kulturversammlung. Schade, dass ihr nicht dabei sein könnt. Schade, dass wir nicht zusammenkommen können wie in den vergangenen Jahren. Deshalb, ja, vielen, vielen Dank an alle, die uns Videos eingeschickt haben. Die komplette Auswahl Videos, wie gesagt, gibt es in den digitalen Medien auf unseren sozialen Plattformen zu sehen. Und wie wir gesehen haben, haben viele ja unter der Krise schon gelitten, mussten sich neue Wege ausdenken, mussten improvisieren, neue Strategien entwickeln, um ihre Veranstaltungen durchzuführen und leiden immer noch unter dem Kulturkoma-Hashtag. Im Sinne dieses Kulturkoma-Hashtags und um zu zeigen, wie es den einzelnen soziokulturellen Betrieben so geht, hat das Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben gemeinsam mit eben den am Kulturkoma beteiligten Initiativen die Kulturampel entwickelt, die auch schon in einigen soziokulturellen Spielstätten in Erfurt zu sehen ist. Wir sehen sie hier, eine Ampel von den Farben von Rot bis Grün, um eben zu zeigen, wie geht es dem soziokulturellen Ort, wie geht es dem Betrieb, wie geht es dem Verein, wie geht es der Initiative. Schon zu sehen an vielen Schaufenstern, Türen, die eben leider gerade geschlossen bleiben, weil Veranstaltungen stattfinden dürfen, Rede natürlich nicht. Und so weist uns dann eine rot ausgewiesene Ampel auf eine sehr prekäre, gefährliche Situation, die, wenn es so weitergeht, auch in einer Insolvenz enden könnte für den Betrieb, was wir natürlich nicht hoffen wollen, weil jeder Betrieb, jeder Ort, der nach der Krise fehlt, wird lange fehlen. Orange steht dementsprechend für stark in der Existenz bedroht und auf dem Weg in die richtige Krise. Gelb in Bedrohung, aber es besteht noch Hoffnung. Und Grün, wir sind weniger gefährdet, aber natürlich dennoch durch die Schließung betroffen, weil alles liegt im Kulturkoma. Vom Restaurant bis zur Fußballkneipe ist ja keine Zusammenkunft möglich. Tanzlustbarkeiten werden wir bis lange ins nächste Jahr hinein nicht mehr erleben. Und deshalb die Ampel, um euch zu informieren, wie es ist. Wer noch eine Ampel mitnehmen möchte und sagt, genau so eine brauche ich bei uns am Fenster an der Tür, die setzt sich mit der Kulturdirektion in Verbindung, abzuholen bei der Kulturdirektion. Dort gibt es die Ampeln. Als nächstes hatten wir eigentlich geplant, eine Kulturstudie der FH Erfurt vorzustellen. Leider kommt es zu einem Ausfall von Frau Pötsch, so dass wir diesen Teil überspringen werden. Und umso mehr freue ich mich, als nächsten Studiogast hier zu begrüßen, Marc Liszewski von der Kulturdirektion Erfurt. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend, lieber JP. Bist du auch auf Grün? Ich bin auf Grün. Hört man mich? Also ich höre mich, aber ich weiß nicht, ob man mich draußen hört. Ja, hört man mich jetzt gar nicht draußen? Wir sehen Marc und ich bin mir nicht gerade nicht sicher, weil ich auf dem Monitor nicht hören. Ja. Marc ist auf jeden Fall hier für die Kulturdirektion. Für die Kulturdirektion. Da bist du. Vielleicht können wir vorab auch noch mal klären, wo man denn eigentlich diese Kulturampel dann abholen kann, weil wenn sie in der Kulturdirektion abgeholt werden sollen, das würde ich wissen. Wo kann man denn die Ampeln abholen? Also meines Wissens nach sind halt alle Betriebe zu, weshalb wir ja gerade keine richtigen Ausgaben haben. Vielleicht hilft uns das oft. Man schreibt eine Mail an die ständige Kulturvertretung, wer eine Kulturampel braucht. Die leiten die dann weiter und führen zu einem hygienisch abstandsgesicherten Übergabeort. Achtung, Spoiler, es gibt auch noch viel mehr coole Hashtag-Kulturkoma-Artikel, um darauf hinzuweisen, wie blöd die Lage eben ist. So viel nochmal zum Kulturkoma und zu der Ampel. Schreibt uns, wenn ihr eine Ampel wollt. Jetzt begrüßen wir Marc Liszewski, der für die Kulturdirektion der Stadt Erfurt hier ist. Und die Kulturdirektion hat eine Umfrage gestartet. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Vielen lieben Dank für die Einladung an die Ständige Kulturvertretung. Mein Name ist Marc Liszewski und ich bin tätig für die Kulturdirektion der Stadtverwaltung Erfurt. Wir als Kulturdirektion haben im Oktober diesen Jahres eine Umfrage veröffentlicht zur Situation der Erfurter Kultur.
Ne? Die Laufzeit der Umfrage ging vom 19. bis zum 25. Oktober 2020. Also hier auch jetzt gerade nochmal der Hinweis, das war natürlich vor unserem derzeitigen zweiten Lockdown. Die Ergebnisse, die ich jetzt nicht vorenthalten möchte, müssen dementsprechend natürlich dann auch mal neu bewertet werden in der zweiten Lockdown-Phase. Genau. Wir freuen uns sehr darüber, dass sich über 60 Erfurter Kulturschaffende an der Umfrage beteiligt haben. Das waren unter anderem Clubbetreiber, Clubbetreiberinnen, Theatermacher, Theatermacherinnen, Musiker, Musikerinnen, bildende Künstler und Künstlerinnen sowie Akteure der kulturellen Bildung, der Literatur, der Soziokultur, wie auch der Medien- und Kreativwirtschaftsbranche. Es ist für euch ja auch eingeblendet, ne? Wer alles sich daran beteiligt hat. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für alle Teilnehmer innerhalb eigentlich schon eines so kurzen Zeitraums. Ja, die erste und zeitgleich auch sensibelste Frage war natürlich die Frage nach etwaigen Einnahmeausfällen. Und hier haben uns 89% der Teilnehmer bestätigt, dass sie Einnahmeverluste während der Pandemiezeit hatten, also sowohl im Lockdown als natürlich auch nach dem ersten harten Lockdown mit den ersten Regulierungen, wo theoretisch schon wieder Veranstaltungen auch möglich waren. Davon empfielen etwa 40% auf Eintrittsgelder, 35% auf ausgefallene Gagen, 14% auf fehlende Gastroeinnahmen, ja, und natürlich auch noch fehlende Fördermittel, aber natürlich noch viel, viel mehr verschiedene Einnahmeausfälle. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Teilnehmer einen 90-prozentigen Einnahmeverlust zum Vorjahr zu verzeichnen haben. Und um den Ganzen auch nochmal wirklich eine gewisse Bedeutung zu geben, wir reden hier bei den teilnehmenden Kulturakteuren, die unsere Umfrage mit ausgeführt haben, von Einnahmeausfällen in Millionenhöhe. Dementsprechend wurde die Situation natürlich auch eingeschätzt. Wir haben nach der Situation gefragt und hier haben uns 80% der teilnehmenden Kulturschaffenden bestätigt, dass sie eine zunehmende, starke, bis hin sogar extrem existenzgefährdende Situation erleben. Ne? Das heißt, wir erleben hier wirklich eine Existenzangst um das eigene Dasein, entweder als Solo-Selbstständige, als Kulturbetrieb oder auch als kreativwirtschaftliches Unternehmen. Hingegen waren 13% mit einer leichten Existenzangst und 6% ohne Existenzangst. Dazu kommt noch die Frage, ob denn Personal entlassen werden musste. Dies bestätigten eigentlich nur 2%, also nur 2% mussten Personal entlassen. Das liegt aber auch daran, dass halt auch nicht überall eine feste Personalstruktur ist, beziehungsweise auch viel auf Honorarbasis abläuft oder natürlich auch in der Solo-Selbstständigkeit gar kein Personal da ist, beziehungsweise natürlich auch alles, wie hier auch auf ehrenamtlichen Engagement aufbaut. Eine weitere Frage aus der Umfrage war, wurden Nothilfen in Anspruch genommen? Dies verneinten 52% der Teilnehmer und bejahten 48%. Diejenigen, die dies verneinten, gaben auch dazu häufig als Kritik mit an, dass die Nothilfeprogramme oft nur für Betriebskosten angeboten wurden, die natürlich auch nicht in jeder kulturellen Tätigkeit anfallen. In einem Kulturbetrieb vielleicht eher als bei einem Solo-Selbstständigen. Und wenn, dann auch schon gar nicht jetzt vielleicht im ersten Lockdown oder auch nach den Lockerungen. Und 48% der Teilnehmer haben uns gesagt, sie haben Nothilfen beantragt und auch in Anspruch genommen, haben uns aber trotzdem auch den Hinweis mit auf den Weg gegeben, dass das nicht immer für die Deckung der Betriebskosten A ausgereicht hat und B auch einfach Mehraufwendungen berücksichtigt werden mussten oder beziehungsweise Unkosten für die Einhaltung der Hygienekonzeptmaßnahmen. Ne? Und das kann man auch gut kombinieren dann mit den fehlenden Einnahmen, ne? Macht eben die Situation im Großen und Ganzen für viele eben auch existenzgefährdend. Ja, eine weitere Frage war die Frage nach der Umsetzung von geplanten Vorhaben bzw. Projekten, Veranstaltungen oder Konzerten. Hier gaben 7% an, dass sie Projekte und Vorhaben wie geplant umsetzen konnten, zum Glück. Weitere 16% gaben an, dass sie die Projekte einfach verschoben haben, ne, aus dem ersten Lockdown heraus in quasi die Zeiten, wo wir es auch wieder mit Reglementierung durchführen konnten. Natürlich, und das muss man einfach mit dazu sagen, nicht mehr ansatzweise so rentabel, wie es vielleicht auch vorher kalkuliert war. Etwa 60% gaben an, dass sie
auf die Pandemiezeit kreativ reagiert haben, indem sie verschobene Projekte umgesetzt bzw. neue Corona-Formate entwickelt haben oder bestehende Projekte eben auch transformiert haben. Ne? Und hier hat auch, haben die Kulturschaffenden eben auch bewiesen, dass sie in Krisensituationen flexibel und kreativ damit umgehen können und gleichzeitig auch noch eigentlich die Hygienekonzepte auch eingehalten haben. Lediglich 16% gaben an, dass sie die Veranstaltung komplett absagen mussten. Ja, weiterhin haben wir nach verschiedenen Bedarfen gefragt. Sie sehen es ja auch angegeben in der Grafik. Ja, zwei Bedarfe, die hier auf jeden Fall hervorstechen, sind einmal die Hilfe für die laufenden Kosten, also die finanzielle Hilfe. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig drum herum reden, das ist uns allen bewusst. Ja. Wir hoffen auch, dass jetzt mit den neueren Programmen da auch endlich mal eine richtige Hilfestellung kommt für die Kulturschaffenden. Also Hilfe für laufende Kosten, aber auch Investitionen in eventuelle Hygienekonzeptmaßnahmen. Sowie aber auch die Sichtbarkeit, also einfach auch die Wahrnehmbarkeit, dass es dem Kulturbereich gerade wirklich an den Kragen geht. Und jetzt können wir vielleicht auch einen kleinen Umschwung machen zu jetzt. Wir befinden uns jetzt ja wirklich in diesem zweiten Lockdown, Kultur-Shutdown oder wie auch die ständige Kulturvertretung gerne sagt, im Kulturkoma. Und das muss einfach sichtbar gemacht werden. Das ist uns auch wirklich sehr wichtig. Genau, deswegen werden wir als Kulturdirektion das auch immer jeglicher Art und Weise unterstützen. Weitere Bedarfe sind natürlich klare gesetzliche Vorgaben. Das wünschen wir uns alle sicherlich und können das auch immer wieder nur an die Stadtspitze weitergeben. Darüber hinaus gibt es noch Bedarfe für neue Formate bei der Umsetzung oder bei der Erstellung von Hygienekonzepten, aber auch bei der Hilfe bei der Raumsuche. Das heißt, welche Räume könnten wir zum Beispiel als Kulturdirektion noch anbieten oder wo können wir vermittelnd einwirken? Aber auch zum Beispiel der Austausch mit verschiedenen Akteuren, dass wir diesen Austausch herstellen. Wir als Kulturdirektion haben da mit der ständigen Kulturvertretung auch relativ gute, nicht relativ, sondern gute Ansprechpartner, wenn uns jemand um Hilfe bittet, was Vernetzung und sowas angeht. Ja. Genau, so viel zu der Umfrage. Wie gesagt, die Umfrageergebnisse basieren auf der Umfrage vor dem zweiten Lockdown. Wir haben jetzt sicherlich eine andere Situation und das werden wir auch gleich nochmal in der Podiumsdiskussion sicherlich besprechen. Soweit erstmal von der Kulturdirektion. Vielen Dank. Ja, danke schön, Marc. Ja. Bleib auch am besten hier genau gleich sitzen, weil ja, wie schon angekündigt, wird uns Marc auch gleich nochmal teilnehmend in der Podiumsdiskussion hier gleich Rede und Antwort stehen, was das nächste Jahr unter Covid-Bedingungen uns noch bringen mag. Aber bevor wir einen Ausblick ins nächste Jahr wagen, blicken wir doch nochmal, was es Neues in 2020 gegeben hat. Und auch einige neue Vereine, ein paar neue Initiativen haben sich in Erfurt gegründet. Auch während der Krise gab es genug Energie für neue Ideen. Und dort haben wir drei kleine Videos jetzt noch einmal für euch vorbereitet. Und die schauen wir uns jetzt an. Film ab. Und jetzt. Hallo, liebe Kulturkonferenz, hier ist Andreas vom Enkelverein, das Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben e.V. Ja, unseren Verein gibt es erst seit diesem Jahr. Wir haben uns, muss man schon sagen, wegen Corona zusammengetan, um uns natürlich zu fragen, wie geht's weiter? Wir können alle nicht arbeiten in der Kulturbranche. Was können wir irgendwie machen? Haben viele verschiedene Ideen gesammelt, auch viele Sachen, die wir erst sehr, sehr viel später realisieren können, erst wenn es wieder Veranstaltungen gibt. Nachwuchsförderung, Vernetzung der Kulturakteure, auch in Richtung Politik so ein paar Sachen, die man besser machen kann. Und das größte Projekt, was wir im Moment machen, ist unser Sender Don't Panic TV. Wir wollen versuchen, Kulturformate digital möglich zu machen. Das bedeutet, man darf nicht ins Theater gehen, du kannst nicht ins Kino, du kannst keine Party machen. Wir versuchen, dir zu helfen, das Ganze digital zu machen. Das haben wir schon gemacht bei verschiedenen Projekten, Let's Twist Again oder der Musik-Zukunftskonferenz. Wir arbeiten jetzt gerade mit der Universität Erfurt zusammen, mit denen zusammen ein Format zu erarbeiten. Außerdem haben wir eigene Formate. Wir haben fast 20 aufwendige Streams schon gemacht. 24 Stunden DJ-Streams, Live-Band-Streams aus verschiedenen Locations in Erfurt. Wir haben eine eigene Talkshow, wir haben eine Sonntagmorgenshow. Wir werden bald eine Tombola haben.
Am 22. Dezember übrigens. Lose könnt ihr noch kaufen in der Franz-Miet-Hose und im Orange Jungle. Und ja, versuchen irgendwie durchzukommen durch diese Krisenzeit mit digitalen Formaten. Da gibt es auch unsere andere Show Doppelklick. Da sind immer Musiker dabei. Wir laden Gäste ein. Wir reden über Gott und die Welt und versuchen ein bisschen Kultur möglich zu machen für die Leute, die zu Hause bleiben müssen, leider. Es war ein durchwachsenes Jahr. Also man tut sich zusammen, man trifft sich, man entwickelt Ideen. Es ist Auf und Ab, Berg- und Talfahrt. Aber wenn man am Ende das Produkt sieht, ist man happy, dass man es irgendwie gemacht hat. Auch wenn im Moment so gut wie kein Geld dabei rumkommt. Wir machen das alle freiwillig, for free. Hoffen, dass es im nächsten Jahr irgendwie möglich ist, damit vielleicht ein bisschen Geld zu generieren. Und ja, arbeiten einfach immer weiter, weil wir sind einfach Menschen aus der Kulturszene, die können nicht zu Hause still rumsitzen. Wir müssen irgendwas machen. Deswegen gibt es unsere digitalen Formate. Probleme? Ja, man darf sie nicht richtig treffen. Wir müssen versuchen, alle Sicherheitsabstände einzuhalten, alle Leute zu registrieren, wenn wir denn mal mit mehr als 5 Leuten irgendwie zusammen sind. Da sind wir akribisch hinterher, aber ansonsten richtig Probleme. Naja, wir hoffen, dass wir irgendwann damit ein bisschen Geld generieren können, damit wir die Leute auch bezahlen können. Die Kameramänner, die Tonmenschen, die Regiemenschen, die Moderatoren bei uns. Das ist schon viel Leistung, die einfach aus freien Stücken einfach gekommen ist. Unser Tipp noch, vernetzt euch. Wir haben uns vernetzt Anfang des Jahres, sind jetzt ein Verein, betreuen schon ein paar coole Streams. Es werden immer mehr, freuen uns auf die Zukunft, hoffentlich unter besseren Bedingungen. Und ja, findet euch, redet mit Leuten drüber und dann geht es hoffentlich irgendwann voran. Hallo und herzlichen Dank, dass wir uns im Rahmen eurer Kulturversammlung kurz vorstellen dürfen. Ich bin Lena vom Verein Junge Medien Erfurt e.V. und wir haben uns 2019 neu gegründet und stecken somit noch in den Kinderschuhen. Wir sind ein inklusiver und intergenerationeller Medienverein, der es zum Ziel hat, alle Bürger und Bürgerinnen in und um Erfurt für die Medienarbeit zu begeistern, zu zeigen, dass es gar nicht viel Expertise oder Vorwissen benötigt, um schon kleine, wirklich coole, kreative Medienprojekte umzusetzen. Dabei kann und darf jeder mitmachen, der will, und es ist ganz unabhängig von Herkunft, Alter oder Vorerfahrung. Durch unsere Arbeit wollen wir gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und aufzeigen, wie kreativ und vielfältig Medienarbeit sein kann. Für uns als kleinen, neu gegründeten und ehrenamtlich betriebenen Verein stellt das nach wie vor eine große Herausforderung dar. Wir konnten leider nicht auf große Rücklagen zurückgreifen. Außerdem haben wir uns bisher auch noch keinen technischen Grundstock an Ausrüstung aufbauen können. Was es bis heute sehr schwer macht, unsere Angebote rein ins Digitale verlegen zu können, da wir einfach auf Freeware angewiesen sind. Und ich denke, wie jeder weiß, aus privater Erfahrung ist es nicht immer einfach, mit kostenlosen Angeboten eine stabile digitale Verbindung gewährleisten zu können. Das ist wahrscheinlich auch unsere größte Forderung oder unser größtes Anliegen, dass wir hier einfach flexible finanzielle Unterstützung brauchen, die es uns ermöglicht, nicht unbedingt projektgebunden uns eine technische Ausstattung zu beschaffen, dass wir unsere Projekte und unsere Arbeit auch in Zukunft weiter ins Digitale verlegen können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich die vergangene Zeit genutzt, um unsere Arbeit zu digitalisieren und hier auch mit kreativen digitalen Konzepten voranzugehen. Und viel Arbeit ist vor allem auch geflossen in die Entstehung von neuen Projektideen für das kommende Jahr, für 2021. Und wir sind ganz optimistisch, dass wir diese Projekte durchführen können und freuen uns, endlich wieder richtig losstarten zu können und ja, Medienprojekte in Erfurt machen zu können. Hallo, wir sind noch so ein e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein aus Erfurt. Wir sind regional sowie auch überregional tätig und uns gibt es seit 2019. Mit unserem Verein wollen wir Brücken bauen, Leute verbinden und die Stadt einfach ein bisschen lebenswerter machen.
Mit unseren Konzepten wollen wir euren gesellschaftlichen Bedarfen nachkommen. Da wir als gemeinnütziger Verein super andere Projekte unterstützen können. Wir wollen eigene Projektideen umsetzen. Wir richten uns an Interessierte aller Alterslagen und wollen den ehrenamtlichen Erfahrungen an ganz vielen Stellen ermöglichen und einen großen Spielraum und Vertrauen geben. Wir wollen Kulturschaffende und NachwuchskünstlerInnen bei ihren Vorhaben unterstützen. Neben kulturellen Angeboten wollen wir auch pädagogische Angebote schaffen, vor allem in den Bereichen Medienbildung und Demokratiebildung. Der Nochsohn e.V. geht aus dem Projekt Tapetenwechsel hervor, welches seit 2017 verschiedene Stadtteile Erfurts an einem Sonntag kulturell belebt. Kunst- und Kulturschaffende erhalten dort eine Bühne, können sich an drei ungewöhnlichen Orten präsentieren und werden an diesem Sonntag von drei verschiedenen Besuchergruppen besucht. Ein weiteres kulturelles Format, welches beim Nochsohn e.V. angesiedelt ist, ist Let's Twist Again. Let's Twist Again ist ein Showformat, bei dem drei ausgewählte KandidatInnen in den verbalen Boxring steigen und gegeneinander argumentieren und diskutieren, und zwar um das Wichtigste im Leben, die Musik. Welche Band ist die bessere? Welcher Popsong der schmissiger? Welcher Song ist der beste für das erste Date? Und so weiter und so fort. Und das Beste ist, am Ende der Show kann das Publikum entscheiden, wer die vor Ort live illustrierten Preise mit nach Hause nehmen kann. Eins der neuesten Projekte im Verein ist USIT, eine junge Stadtkarte für Erfurt. Sie enthält Geheimtipps, durch die die Stadt von Locals aufbereitet, authentisch erfahrbar gemacht wird. Wir wollen hier eng mit dem soziokulturellen Netzwerk Erfurts zusammenarbeiten und auch eine Umfrage erstellen, damit sich jeder und jede einbringen kann. Der Nochsohn e.V. wird sicherlich die ein oder andere Überraschung für euch noch bereithalten. Bleibt gespannt. Und hier sind wir wieder bei der Kulturversammlung der Ständigen Kulturvertretung, dieses Jahr im 2020 Digital-Spezial. Vielen Dank für diese Videos. Wir haben gesehen, in Erfurt hat sich doch noch auch einiges Neues getan, einige neue Ideen zusammengekommen. Und wir sind hier auf der Bühne auch einige neue Menschen geworden, ein paar Menschen mehr. Weil wir jetzt eine kleine Diskussionsrunde starten wollen, freue ich mich, auf der Bühne zu begrüßen Anna Allstedt von der Ständigen Kulturvertretung und aktiv im Klanggerüst und Hubert Langrock aus dem Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben e.V. und aktiv im Kalif Storch. Und weiterhin bei uns auf der Bühne, wie gerade schon vorhin, Marc Liszewski von der Kulturdirektion Erfurt. Schön, dass ihr den Weg in unsere kleine digitale Kulturversammlung gefunden habt. Und schade, dass dieses Jahr so schwierig für viele soziokulturell Schaffende und Initiativen war. Und was wir jetzt noch ein bisschen diskutieren wollen oder ein bisschen den Ausblick wagen wollen, was folgt und braucht es für die Erfurter Kultur nach dieser Covid-19-Krise, nach dieser Covid-19-Pandemie? Wie sind da die Ausblicke zwischen Resignation, Stagnation und Innovation, habe ich mir als Stichpunkte hier aufgeschrieben. Und vielleicht berichten ihr erstmal auch kurz nochmal, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen, wie so das Jahr für euch gewesen ist. Ihr wart jetzt ja in den Videos gar nicht dabei mit euren Betrieben, zufälligerweise. Und wie resigniert seid ihr eigentlich jetzt zum fast schon Jahresende, kurz vorm ersten Türchen und vorm ersten Advent? Anna. Ja, dann fange ich einfach mal an. Also von uns war ja Tilo im Video zu sehen. Und wir sind ziemlich frustriert, muss ich sagen. Bei uns hängen ja keine Arbeitsplätze dran. Wir als Klanggerüst arbeiten ja auf ehrenamtlicher Basis, beziehungsweise auch mal auf Honorarbasis, aber wir haben quasi kein festangestelltes Personal. Dadurch haben wir halt relativ geringe Fixkosten, aber es brennt halt einfach auch unter den Nägeln. Also wir haben jetzt einfach versucht, das Beste draus zu machen, haben viel am Haus auch gemacht, haben eine neue Belüftung drinne. Vielen Dank an den Bundesverband Soziokultur für die Förderung.
Und eigentlich wartet alles nur darauf in der Villa, dass endlich wieder Leute kommen. Dürfen. Kommen dürfen, genau. Ja, also von daher ist es irgendwie schwierig und besonders schwierig, glaube ich, weil kein Ende irgendwie in Sicht ist und es niemand abschätzen kann, wie lange wir jetzt noch aushalten müssen. Vielen Dank für diese Einschätzung. Hubert, wie war denn euer Sommer so im Kalif Storch? Unser Sommer war sehr ruhig und eigentlich ziemlich entspannt, um mal das Positive darin zu sehen. Klar war es extrem frustrierend, weil wir ja im März, 13. März? Freitag der 13. Genau, Freitag der 13. Wir haben am Donnerstag schon zugemacht, einen Tag früher als die meisten, weil wir einfach schon ja, befürchtet haben, was da kommt und auch unter den damaligen Auflagen nicht mehr aufmachen wollten. Haben dann entschieden, den Sommer mal eine Pause zu machen, weil ja hier gleich nebenan der Stadtstrand war, der über die Engelsburg und den Zughafen mitbespielt wurde und wir da auch so zwei, drei Veranstaltungen mit abgegeben haben und waren halt auch einfach mal Gast. Das war mal ganz schön. Natürlich mit der Hoffnung, im September, Oktober wieder starten zu können. Dann hatten wir auch mit der Engelsburg die abgesprochen, dass sie zum 3. Oktober zumachen, den Stadtstrand, und wir dann quasi direkt nahtlos wieder öffnen. Das haben wir auch gemacht. Das war auch schön, 3 Wochen geöffnet zu haben. Aber dann gingen natürlich die Zahlen in Erfurt wieder steil bergauf. Und so war dann nach 3 Wochen wieder Feierabend. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es schön war, mal wieder den Laden aufzuhaben und die Leute also hier zu haben und irgendwie zu sehen, wie es angenommen wird. Aber auch da war schon irgendwie so ein komisches Gefühl dabei, weil man wusste, die Zahlen steigen und es wird bald wieder Feierabend sein. Und es ist eine extreme Hemmung da. Die Leute haben weniger Geld, also die Leute sind Publikum auch nicht so, jetzt. Ja, klar, beim Publikum, weil man ja auch immer so ein bisschen der Spielverderber sein musste, weil ja, klar, es gibt Hygieneauflagen, die haben wir auch umgesetzt, von wegen, alle müssen mit Maske reinkommen, es müssen die Tische abgewischt werden, es darf nicht getanzt werden, und da waren wir auch ziemlich hinterher, aber es war frustrierend zu sehen, wenn jemand so dachte, oh, das ist ein schöner Song, ich will kurz aufstehen und tanzen, und man sofort hingehen muss, nein, setz dich hin, du darfst nicht aufstehen, du darfst nicht tanzen, das ist hier keine Performance, sondern es ist einfach verboten. Und das war natürlich auch schwierig, weil in anderen Bundesländern ja noch getanzt werden durfte. Und somit war für die Konsumenten teilweise so, ich war letztens in Halle, da war das kein Problem, hier geht es allerdings nicht. Und dann auch klar, mit steigendem Alkoholpegel, das war das, was die Regierung auch immer gesagt hat, wenn der Alkoholpegel steigt, fallen die Hemmungen, die Leute achten weniger auf die Auflagen. Und so ist es leider auch. Ich meine, die Leute haben Bock und denken, ach komm, ich tanze doch nur jetzt hier alleine. Ja, das war ein bisschen frustrierend. Klar, jetzt ist wieder Feierabend. Die Mitarbeiter sind immer noch in Kurzarbeit. Die Leute, die wir wieder angestellt haben, gerade die Geringbeschäftigten, mussten alle wieder entlassen werden. Kannst du ja ein Lied von singen. Das ist natürlich extrem bitter und auch für mich und Dominik oder für Dominik und mich als Geschäftsführer einfach ja extrem traurig, weil man ja auch so eine moralische Verpflichtung gegenüber den Leuten hat und sagt, hey komm, wir stellen dich wieder an, wir schauen, wie es läuft. Und da muss man nach 3 Wochen sagen, ja sorry, das ganze Spiel geht von vorne los mit der Perspektive, dass es, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber vor Sommer 21 nicht annähernd, also klar, es kann sein, dass wir wieder aufmachen können, aber Normalzustand wird es, glaube ich, frühestens im Herbst 21. Ich kann es nicht voraussagen. Es ist ja klar, Impfung hin oder her. Ich rechne aber nicht damit. Das ist auch, glaube ich, kein Pessimismus, sondern eher, ich meine, die Zahlen steigen und steigen und steigen, gerade auch in Nachbarkreisen. Und bis da annähernd Normalität ist, glaube ich, geht da noch ein bisschen was ins Land. Ja. Marc. So viel zu mir. Du hast uns ja gerade auch vorhin, Dankeschön, Hubert, diese Studie vorgestellt, die sich natürlich, wie ja auch mehrfach gesagt, vor diesem zweiten Lockdown die Ergebnisse abgefragt hat. Wir sehen jetzt, die Betriebe waren positiv gestimmt, als es dann ein bisschen wieder losging. Man hat sich Taktiken und Wege entwickelt, auch im Klanggerüst, weil sich das viel draußen ja auch stattgefunden ist und ihr da auch versucht habt, ja, hygienekonzeptgerecht Veranstaltungen trotzdem anzubieten. Und jetzt ging es halt direkt wieder in den Lockdown. Resignation möchte ich jetzt euch nicht unterstellen, aber so ein bisschen Perspektivlosigkeit merken wir ja, glaube ich, schon bei sowohl den kleinen Freien und den größeren Angestelltenbetrieben. Hat die Stadt auch jetzt nach dem zweiten Lockdown das mit im Blick, wie resigniert vielleicht dann doch die einzelnen Häuser und Spielstätten so sind?
Also in erster Linie sehen wir natürlich die Resignation, ne, und die Frustration teilen wir als Kulturdirektion auch mit euch, ne, auch mit den verschiedenen Kulturakteuren der Stadt. Letztlich ja auch dadurch, dass wir auch unsere Museen, die schließen mussten, unsere Galerien schließen mussten, keine Veranstaltungen weiter durchführen konnten. Wir teilen die Frustration sicherlich aus einer anderen Ebene als Kulturdirektionsmitarbeiter, ne? Trotzdem bin ich ganz nah bei dem, was du sagst und bei dem, was du sagst, dass es auch dann, wo es eigentlich nach dem ersten Lockdown wieder losgeht, das eigentlich so eine ganz schwierige Haltung war. Ne? Das war so, man ist so ganz viele Gedankenkarusselle gefahren, wie können wir jetzt was noch stattfinden lassen, wie können wir es finanzieren, die Veranstaltungen, die wir machen, sind nicht rentabel, wer kann uns noch helfen, ja? Vor allem von der Politik, an wen können wir uns wenden, und das ist wirklich so ein Eiertanz auch gewesen zum Teil, ne? Und auch die Kommunikation, und das geht von oben bis nach unten, die Kommunikation. Wir können auch, das hat Hubert auch eben gesagt, wir können keine Versprechung machen, wie es nächstes Jahr wird, weil wir können es einfach auch nicht sagen, und wir können jetzt auch so, ne? Wir planen für nächstes Jahr schon erstmal weiter auch, ne? Drehen auch wieder verschiedene Gedankenkarusselle, wie können wir was stattfinden lassen und ab wann vor allem wieder, und vielleicht auch Richtung Altstadt Frühling, der vielleicht ähnlich aufgebaut sein wird wie der Altstadt Herbst in dem Moment, ne? Also auch wieder sehr viele Corona-bedingte Maßnahmen eben da auch stattfinden zu lassen, ne? Und Wegekontrollen, was aber einfach auch sehr viel Geld kostet, ne? Und weniger Einnahmen bringt, auch für uns. Ne? Also auch wir müssen, als Stadt jetzt. Auch als Stadt, ja. Genau. Auch wir müssen Einnahmen generieren. Das gilt auch für unsere Museen am Ende des Tages. Ne? Wir haben natürlich einen Bildungsauftrag, den können wir gerade nicht nachkommen. Und das ist wirklich also auch keine Schulklassen, niemand darf rein. Ja. Wir haben momentan gar keine kulturpädagogischen Angebote. Mhm. Und momentan auch komplett dicht. Wir waren ja schon nach dem ersten Lockdown so weit, dass wir auch unsere Hygienekonzepte so weit erstellt haben und fertig hatten, dass alles wieder möglich war. Und ich sag mal, bei uns auch im Museum ist es schon so, man hatte die ganze Zeit Mund- und Nasenschutz auf. Das mindert natürlich wie überall auch ein bisschen die Besuchsqualität, ne? Und wir hatten die Kontaktnachverfolgung, wir hatten viele, viele Sachen auch ermöglicht. Und ja, ich glaube, wir sind schon ein bisschen auch frustriert, dass wir jetzt auch wieder schließen mussten, bis auf den Erinnerungsort Topfensöhne, der als ne, entgeltfreie Bildungseinrichtung zählt. Die Museen nicht so ganz. Das ist auch schon wieder schwierig in der Definition. Es ist zweierlei Maß manchmal. Ne? Das trifft vielleicht auf verschiedene Veranstaltungen bei euch ja auch zu. Ne? Dass ihr habt eure Formate einfach schon angepasst. Ne? Auch was zum Kalif zum Beispiel noch eben passiert ist. Und trotzdem einfach, es ist der komplette Lockdown-Light, aber ne? Kulturkoma. Also wir sind, wie gesagt, wir sind auch, ich verstehe die Frustration, wir teilen sie sicherlich aus einer anderen Perspektive, ne? Aber wir teilen sie und ja. Ja, ihr musstet jetzt ja auch den Weihnachtsmarkt nach doch auch einigen planerischen Hin und Her ja auch im Sommer, da habt ihr ja nun auch ein bisschen gepokert, wollen wir mal sagen, aber am Ende musste die Stadt Erfurt sich da ja auch dem bundesdeutschen Konzept, denke ich, beugen und den jetzt ja auch absagen, was, wie du ja auch sagst, natürlich da auch viele enttäuschte Gesichter, zum einen der Besuchenden, aber auch der kulturschaffenden und standschaffenden Menschen, die daran ja auch beteiligt sind, die nun ja auch ganz runterfallen. Und gibt es denn da jetzt schon Ideen? Du hast gesagt, Altstadt, Frühling ist so das Nächste. Und wir haben ja vorhin auch schon gehört, sowas wie Kultur flaniert oder eine lange Nacht der Museen, die ja tendenziell im Frühjahr stattfinden. Kremer Brückenfest, Stichwort. Habt ihr da schon Strategien für 2021 vordenken können oder seid ihr da jetzt auch erstmal noch in der resignierten Phase? Es gibt Gespräche und ich glaube, man lebt irgendwie gerade so von Woche zu Woche. Ne? Auch wir lesen Zeitungen, auch wir gucken Fernsehen, auch wir gucken, was es für neue Bestimmungen gibt. Und auch bei so einem Weihnachtsmarkt zum Beispiel, es ist ja nicht das Traurige, dass wir sagen, ja schade, wir können den Weihnachtsmarkt nicht machen, ne? Und da irgendwie die Stadt schön gestalten. Es geht vor allem auch darum, dass da eben auch viele, viele Gastronomen dranhängen. Ne? Viele, viele beim Oktoberfest auch Schausteller dranhängen, ne? die eben uns auch über die vielen Jahre auch schon bekannt sind. Und wir kriegen ja auch die ganzen Geschichten mit, genauso wie wir ja eure Geschichten auch mitbekommen. Und die Planungen jetzt sind im Prozess. Ne, der Weg gestaltet sich gerade so ein bisschen, aber wir können noch nichts Abschließendes sagen. Wir würden gerne am Kremer Brückenfest festhalten, am Altstadtfrühling, an unseren Ausstellungen, die wieder zugänglich machen, an der langen Nacht der Museen oder an weiteren Kooperationen auch mit der freien Szene. Ja, mit Blick aufs ungewisse nächste Jahr, Anna, hat das Klanggerüst denn schon Ideen entwickelt, um vielleicht der Stagnation auch entgegenzuwirken, wir wissen ja auch, man kann noch Mikroförderungen bei der Stadt Erfurt beantragen, die ja auch noch bis ins nächste Jahr weiter
einsetzbar sind, um uns eben kleine Projekte noch zu ermöglichen. Habt ihr da Ideen, um der Stagnation entgegenzuwirken? Also wir werden ja gefördert von der Stadt im Rahmen des kulturellen Jahresthemas und wollten ein kunterbuntes Workshop-Jahr anbieten. Das ist jetzt weniger kunterbunt ausgefallen, als wir uns das am Anfang des Jahres noch erhofft haben. Wir haben aber ein paar Sachen jetzt auf online verlegt. Also zum Beispiel morgen Abend ist ein Workshop zu Medienkritik und am Samstag tatsächlich auch brandaktuell How-to-Förderantrag. Also eben weil am 30.11. noch die letzten Förderanträge eingereicht werden können. Genau, also das machen wir schon und ansonsten trauen wir uns gar nicht zu planen. Also im März war unser ganzer Veranstaltungskalender für 2020 voll. Jedes Wochenende war eine Veranstaltung eigentlich drin oder freigehalten für einen Workshop. Und den mussten wir halt allen absagen. Und von daher und mit der Erfahrung der letzten 3 Wochen oder so, planen wir im Moment gar nicht. Also wirklich nur auf Sicht und dann nicht weiter. Ja, und für uns ist besonders spannend, wie es halt perspektivisch weitergeht, weil wir jetzt inzwischen seit, lass mich lügen, 13 Jahren als Verein existieren, eine Größe erreicht haben, wo wir eigentlich sagen, das geht nicht mehr ehrenamtlich. Und die Hoffnung hatten, nachdem wir für 2020 eine sehr hohe Projektförderung gekriegt haben, dass daraus vielleicht eine institutionelle Förderung werden könnte. Das hätte ich, also darauf hätte ich gewettet im Januar 2020, aber jetzt natürlich nicht mehr. Also von daher wird für uns vor allem spannend, wie es langfristig halt weitergeht mit der Kulturförderung und ja, mit unserer Arbeit. Hubert, du hast gerade schon gesagt, im Kalif Storch ist es direkt wieder in die Schließung eben gegangen jetzt mit dem November, mit dem Lockdown. Auch jetzt mit Blick aufs kommende Jahr weiß ich ja, du bist ja nicht nur mit dem Kalif Storch, wo Tanzlustbarkeiten, wie gerade schon angedeutet, sicherlich bis früher nicht stattfinden können. Hat denn das Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben einen Weg aus der Stagnation gefunden oder Ideen, wie es wenigstens mit der Soziokultur ein bisschen weitergehen kann, auch über diese Lockdown-Phase hinaus? Na, ich würde jetzt erstmal mit dem Kalif beantworten. Ja, prinzipiell ist es ja so, dass wir, ich sag mal, 99% unserer Veranstaltungen hier drin haben. Wir machen keine Open Airs, wir gehen nicht groß vor die Tür. gehen vor die Tür, aber jetzt nicht mit Veranstaltungen. Aber nicht, wenn's regnet. Vielleicht mal in Kooperation und so weiter und so fort. Aber bei uns war auch der Plan 2020 randvoll, genauso wie wahrscheinlich überall. Also jeden Betrieb, Techniker, jeden Veranstalter, jede Band, die ich frage, sagen, 2020 wäre das Jahr gewesen. Vielleicht ist es auch deswegen so, dass Corona kam, weil alle dachten, es läuft richtig gut. Also keine Ahnung, wie das kommt. Genau, dann wurden alle Veranstaltungen erstmal in den Herbst gelegt, weil man dachte, ja, wer weiß, was im Herbst passiert. Ja, dann wurden alle Veranstaltungen, gerade Konzerte und so weiter, auf erste Jahreshälfte 2021 gelegt. Dann so langsam Richtung Ende 2021, aber inoffiziell tatsächlich schon auf 2022. Weil auch die großen Konzertveranstalter brauchen die volle Hütte. Die Bands brauchen ausverkaufte Konzerte. Weil es bringt uns den oder keinem was, hier Veranstaltungen für 100 Leute durchzuführen. Das macht einfach keinen Sinn. Beziehungsweise bestuhlt werden es wahrscheinlich 50. Und selbst wenn man stehen kann, ich weiß jetzt nicht, was bei dieser Studie mit diesem Tim Bensko-Konzert in Halle rausgekommen ist, wie gab es ja Statistiken, wie die Leute sich bewegen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, was da draus geworden ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Auflagen irgendwie so gelockert sind, dass man sagt, okay, es können halt 100 Leute ja tanzen, weil ob jetzt 100 Leute oder 200 Leute tanzen, es sind tanzende Menschen, die miteinander zu tun haben. Somit planen wir gerade überhaupt nicht, sage ich. Also wir schauen, was wir machen können und wie wir den Raum irgendwie besser gestalten. Aber auch das ist natürlich alles mit Handbremse, weil wir kriegen auch Förderungen jetzt, die Überbrückungshilfen und so weiter und so fort und eventuell auch die November und, wenn das wirklich kommt, Dezemberhilfen, mit denen man auch investieren kann. Wir haben auch diese Neustadt Kulturförderung jetzt bekommen. Somit könnte man eigentlich ein paar Sachen aus- und umbauen, aber das Personal ist halt meistens nicht, also gerade unsere Mitarbeiter kann ich jetzt nicht aus der Kurzarbeit holen, weil ich das Geld nicht dafür habe. Somit bleibt alles relativ ruhig und Konzerte und Veranstaltungen, ich weiß nicht, wann das wieder losgehen soll. Also ich glaube, vielleicht fange ich irgendwann nächstes Jahr mal an, über 21, also eher Mitte, Ende 21 nachzudenken, weil jetzt sind alle Veranstaltungen einfach abgesagt. Gerade auch diese ganzen DJ-Partys,
Ich meine, was soll ich jetzt einen DJ buchen? Gerade aus Italien oder aus Frankreich oder USA, wo man eh nicht weiß, was passiert. Und die ja dann meistens auch Verträge haben wollen und so weiter und so fort. Klar. Das macht alles gar keinen Sinn. Und ich glaube eh, wenn wir aufmachen, dann haben wir erstmal genug lokale Leute, die man erstmal wieder anbieten kann, weil die Leute sind einfach dankbar, wieder herzukommen. Dann brauche ich auch nicht irgendwelche externen großen Acts. Und gerade bei Konzerten werden auch meiner Meinung nach erstmal die ganzen Großen nachgeholt und dann die ganzen Kleinen. Und es gibt vor allen Dingen gar keine neuen Konzerte. Das heißt, eine Band, die jetzt keinen Termin bei uns hatte, wird, glaube ich, vor 22 keinen Termin bekommen. Also ihr seid Was extrem demotivierend ist für alle Bands, die jetzt keinen vollen Kalender haben, weil die denken, okay, ich spiele 20 nicht, ich spiele 21 nicht und ich spiele vielleicht 22 irgendwann mal. Das heißt, sie waren 2 Jahre einfach im Nichts. Wie lange haltet ihr die Situation noch aus? Also gibt es irgendwie, wo du sagst, so passt mal auf, bis Ende nächsten Jahres halte ich nicht mehr durch und wir verlieren diesen Kulturstandort eben auch, das Kalif Storch mit den ganzen Programmen, die ihr drumherum macht. Wie lange ist die Situation so für euch noch aushaltbar? Ich kann es dir nicht sagen, weil es ist nicht das Finanzielle. Das ist auch, ich führe ja nun mittlerweile auch gefühlt jede Woche irgendein Interview mit MDR, Deutschlandfunk, was weiß ich was, oder jetzt hier. Es ist einfach nicht mehr das Finanzielle, weil wir haben durch Kulturkoma und durch Alarmstufe Rot und so weiter, wurde ganz klar auf die Kulturbranche gezeigt. Da ist dann auch was passiert. Wir kriegen Überbrückungshilfen. Wie gesagt, wir haben Neustadt Kultur bekommen. Wenn diese November- und Dezemberhilfe so durchgeht mit den 75% abzüglich aller Förderungen zur freien Verfügung, dann ist das auch mal was, womit ich arbeiten kann. Aber die Frage ist, wie lange hält man das im Kopf aus? Wie lange, was schaffe ich mit meinem Personal? Weil die Leute werden alle älter. Und das Personal, ja, ist ja. Ja, wir gehen jetzt gleich ins Bett alle, ne? Wir haben überwiegend studentische Aushilfskräfte, sage ich jetzt mal, die an der Bar stehen. Okay, die sind dann vielleicht mit dem Studium fertig, ziehen weg. Ist jetzt passiert, 3 wichtige Leute, davon sind 2 weggezogen. Okay, ich müsste jetzt neue Leute einstellen, die einarbeiten, die gewisse Verantwortung übernehmen können. Ich kann sie gerade nicht einarbeiten. Das heißt, wenn wir wieder anfangen, fange ich de facto bei null mehr oder weniger an, was diese ganze Peripherie angeht. Und das ist eher so das Schwierige, weil dann bin auch ich älter geworden und habe auch vielleicht nicht mehr den Nerv, weil man sich ja auch in einer gewissen Art und Weise davon entwöhnt hat, weil dieses ganz viele, gerade diese ganzen Techno-Clubbesitzer sagen, ey, also wie Robert Johnson, der Atta, der hat auch gesagt, wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen muss, ich habe diese Energie nicht mehr, ich habe die Kraft nicht mehr, mich hier morgens jedes Wochenende bis um 8 hinzustellen und diese Verantwortung zu tragen. Dafür hatte man langsam Leute eingearbeitet, die sind alle weg und das wieder zu machen, das ist für mich der größte Ballast, dass ich nicht weiß, wann geht es weiter, wie geht es weiter, weil auch selbst wenn die Stadt sagt, komm, Kalif Storch, ihr seid cool, wir machen Werbung für euch, weil ihr die Stadt ja kein Geld hat, um jetzt zu sagen, komm, wir geben euch 100.000 Euro, selbst damit kann ich mir jetzt keine Leute einfach so kaufen, klar, ich könnte ihnen mehr zahlen, aber keiner weiß, was mit den Konsumenten passiert. Wir haben, wie auch wahrscheinlich im Klanggerüst oder Engelsburg, Kickerkeller, Retronom, gerade so diese, ja, wie soll ich sagen, jetzt keine Hochkultur, so die halt Leute wie uns ansprechen oder studentisches Publikum. Die meisten Studenten, die ich kenne, haben kein Geld. Und alle Clubs müssen teurer werden. Das fängt beim Eintritt an, weil alle Kosten steigen oder weil man ein Loch hat, das steht über die Getränke, über die ganzen Sachen, wo man so Geld bezahlen muss. Jetzt haben die Leute, die herkommen würden, die Menschen weniger Geld, müssen aber mehr bezahlen. Und haben sich vielleicht auch daran gewöhnt, dass sie für eine 10er eine Kiste Bier kriegen, das zu Hause trinken können, zu Hause feiern können, dieselbe eigene Mucke hören können. Klar, das war schon immer so ein gewisses Problem, die Leute in den Club zu locken, aber es wird ja perspektivisch noch schwieriger, weil die Kosten steigen und auch man viel weniger anbieten kann, weil ich eben jetzt nicht sagen kann, ich hole jetzt den fetten DJ oder DJ aus Amerika, wo hier 1000 Leute kommen, weil ich es mir auch gar nicht mehr leisten kann, weil irgendwann ist auch dieses Resident-Ding dann wieder durch. Dann sagt man, okay, ich habe jetzt 3-mal DJ XY oder DJ XY gesehen oder die Band reicht jetzt. Und was passiert dann? Keine Ahnung. Das ist so für mich oder für uns eher dieses Problem, dass man nicht weiß, wie geht das aus? Was passiert an Tag XYZ, wenn es wieder losgeht? Wenn OB, Bausewein oder Angela Merkel oder wer auch immer, dann es kommen ja dann auch noch Wahlen, wer weiß, was dann passiert. Wer weiß, was die dann sagen? Okay, morgen könnt ihr wieder aufmachen. Ja, okay, wir machen erstmal eine Party und schauen, was passiert, aber keiner weiß ja so richtig,
wie sind die Leute drauf? Klar, sie sind wahrscheinlich alle erstmal dankbar und lieben sich in den Arm und haben eine extrem hohe Toleranz auch, zu sagen, okay, dann kostet es halt jetzt mal einen 10er oder 12, aber aus der Erfahrung, im Sommer sind ja die Preise teilweise schon gestiegen und da gab es schon extrem Diskussionen. Ist einfach so. Selbst hier, wir haben aufgemacht, wir hatten nicht mal Eintritt, es war eine geringere Nachfrage da. Weil die Leute einfach gesagt haben, ich wurde jetzt ein Dreivierteljahr darauf geimpft, dass ich nicht rausstehen soll, dass ich mich mit möglichst wenigen Leuten treffen soll. Ich will nicht weggehen. Ich will erst wieder weggehen, wenn alles auch normal wieder so ist wie früher. Ich glaube, ja, dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses ist da auch hoch bei den Menschen. Das ist ja auch denen durchaus anzurechnen. Aber man fürchtet sich irgendwie. Oder dieses Zurückkommen. Ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurück, weil du mit den Mitarbeitern ja eingehakt hast und auch nochmal Anna fragen, die ja als Klanggerüst, als Verein nochmal anders aufgestellt sind, aber ja auch darauf angewiesen sind, dass neue Menschen, neue Ideen dazukommen. Habt ihr das auch gemerkt, dass da Mitglieder weggebrochen sind, dass da einfach dann auch die Lust, was zu machen, weniger geworden ist oder sogar gegenteilig? Also teils. Ich glaube, wir hatten davor schon das Problem, so dass die studentische Kohorte fertig geworden ist mit dem Studium und weggegangen ist. Und eigentlich wäre jetzt gerade die Phase, wo man richtig Werbung machen muss, damit man eben sowas wie jedes Wochenende Veranstaltung noch durchziehen kann. Das geht natürlich nicht so einfach, bis gar nicht. Von daher ist auch das langfristig was total Spannendes und zwar nicht unbedingt positiv, was wir im Auge behalten müssen. Auf der anderen Seite sind aber die Leute bei uns im Verein auch so drauf gewesen, zum Teil, die wollten dann einfach mal raus. Denen ist zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen. Die sind in den Verein gekommen und haben dann halt was im Garten gemacht, weil... Aber auch ja, nicht Veranstaltung, sondern mal... Ja, richtig. Also richtig krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Stefan, sei mir nicht böse, wenn ich es nicht erzählen darf. Wegs erst ab. Jetzt ist es zu spät. Okay. Also Stefan macht bei uns immer die Technik normalerweise. Der hat gerade, glaube ich, überhaupt gar keine Aufträge. Der steht bei uns im Garten und buddelt die Erde um und das holt den Beton da raus und siebt es durch. Und das ist einfach nur Beschäftigungstherapie. Ja, auch bei mir Kulturarbeit, ne? Ja, sowas passiert dann halt auch. Das ist einfach, keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr sinnbildlich für diese Situation, in der wir gerade sind, wie unser Techniker im Garten steht und buddelt, um überhaupt irgendwas machen zu können. Führt mich dann zu der Frage eben, nachdem wir jetzt gehört haben, Resignation ging vorbei, so stagniert ist es nicht, gibt es denn da Innovation? Gartenarbeit ist natürlich auch ein Weg aus der Krise raus, aber am Ende ja gar nicht das, was so soziokulturell ist und wo viele Menschen wieder dran teilhaben können und man auch irgendwo einen soziokulturellen Bildungsauftrag zurecht oder mitbringt. Und deshalb würde ich euch jetzt auf jeden Fall auch gerne nochmal nach innovativen Ideen mit dem Blick auf 2021 oder vielleicht sogar darüber hinaus fragen. Das haben wir schon gehört, die Stadt hat schon auch Ideen, ist aber auch noch nicht ganz spruchsicher, was nächstes Jahr eben passieren kann. Da haben wir einleitend ja oder vorhin in der Kulturversammlung ja schon über den Kulturknall gesprochen, mit Kultur flaniert, was ja dieses Jahr auch innovativ ein bisschen weiter gedacht wurde als in den Jahren davor. Gibt es da weitere Ideen, wie damit umzugehen ist, wenn das jetzt nicht besser wird? Richtung 2021, ja. Wo wir ja eigentlich noch jetzt auch davon ausgehen, dass wir einfach noch so Hygieneschutzkonzepte anwenden und umsetzen müssen, sind die Innovationen, die wir jetzt gerade vielleicht einfach besprechen, eine Art Entzerrung. Also eine Entzerrung von zentralen Punkten weg, mehr über das komplette Stadtgebiet, auch Stadtfeste zu planen oder auch Märkte zu planen, ne? Mehrere Straßen mit einzubeziehen. Das ist jetzt so die Innovation oder die Gedankenkarusselle, die wir jetzt fahren für das 2021 und ja, ansonsten arbeiten wir natürlich immer an innovativen Programmen mit der Kulturdirektion und geben uns da auch weiterhin Mühe für das Kölner Brückenfest oder die Langnacht der Museen oder die Unterstützung der Kulturschaffenden, weiterhin Formate zu schaffen. Und vielleicht sind die besten Innovationen nächstes Jahr auch die Neubesetzung von verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel auch den Kulturlotsen, ja, den wir hoffentlich auch Anfang nächsten Jahres, zumindest im ersten Quartal, besetzen können, damit auch da wieder ein Ansprechpartner auch einfach da ist. Ne? Und das hat man auch in der Krise krass gemerkt, glaube ich, also auch den Bedarf in den Räumen, dass einfach ganz viel Redebedarf und Informationsbedarf ja da war, den wir als ständige Kulturvertretung teilweise gedeckt haben. Und da kann man nur das Appell auch mit rausschicken. Wir brauchen wieder eine Kulturlotsen. Wir brauchen den Kulturlotsen. Der wird jetzt zeitnah auf jeden Fall ausgeschrieben. Und das ist keine Innovation für 2021, obwohl, wenn man die letzten zwei Jahre sieht, vielleicht ja doch. Genau. Solche Sachen, wichtige Stellen einfach auch zu besetzen bei uns, um auch in der Kulturpädagogik, ne, um da auch wieder die Häuser mehr aufzumachen für Bildungsangebote. Danke für diese innovative Einschätzung seitens der Kulturdirektion.
Ihr habt gehört, es geht ja weiter, aber es ist halt ja wirklich nicht abzuschätzen. Hat Anna schon gesagt, Ubi, wie innovativ. Ja, was ich ja gar nicht beantwortet habe und auf deine Frage auch mit dem Enkelverein zurückzukommen, das ist natürlich unsere Innovation, dass wir den Verein Erfurter Netzwerk für kulturelles Leben gegründet haben, wo ja auch du dabei bist, was du auch schon erwähnt hast, was auch Andreas im Video erwähnt hat, einfach um die Spielstätten zusammenzubringen und da auch mit der Freien Kulturkarawane als auch der Ständigen Kulturvertretung einfach besser zusammenzuarbeiten oder noch so ein e.V. oder dieses ganze Konglomerat aus tausenden Kulturakteuren, um gegenüber der Stadt auch ein bisschen besser präsent zu sein und auch einfach einen Ansprechpartner zu haben, sowohl von uns an die Stadt als auch von der Stadt an die freie Szene. Genau, dazu kommen diese ganzen Streams, die wir schon gemacht haben und auch weiter machen werden. Ob das jetzt Let's Twist ist, was wir übertragen haben, oder unsere Don't Panic als Sender, womit wir angefangen haben, was jetzt mittlerweile ja Tacheles und Doppelklick ist, als aber auch der Stura macht bald eine Late-Night-Sendung über unseren über einen Sender. Ja, also auch dann von der Uni entstehen dann. Genau, auch mit der Uni gibt es dann eine Kooperation, sodass man einfach sagt, okay, es ist jetzt Lockdown, wir können keine Partys machen. Ja, gut, die ganzen Uni-Partys sind ja auch nicht stattgefunden, wo wir jetzt... Eben, also es ist halt alles komplett ausgefallen. Alle sitzen da, irgendwie lechzen nach ihren Veranstaltungsformaten, die ausgefallen sind und wollen das irgendwie machen. Manche sagen, okay, wir legen das ins Netz. Man sagt, okay, wir machen es nächstes Jahr. Hatten wir ja auch mit dem Kalif Storch und Gruppe Versus, als man gesagt hat, okay, wir machen das Versus-Festival online und übertragen das dann. Solche Sachen. Ich glaube, das ist so die Innovation, auch für 21, das weiterzuentwickeln, weiter zu professionalisieren, weil auch wir stecken da noch mehr oder weniger an den Kinderschuhen. Es war, ich weiß noch, wie der Lockdown kam und ich mit Andreas telefoniert hatte und er so, ja, wir haben jetzt Twitch, wir senden das jetzt hier live und okay, wie geht das, was braucht man da, OBS, okay, hier, ich habe da jemanden, der kann das. Das war auch alles so eine Hoppla-Hopp-Nummer, genauso dann auch die erste Sendung mit Don't Panic, was ja auch nur im Rahmen des Goldenen Bandes entstanden ist, wo man dann dachte, okay, ja, wir machen einfach das jetzt mal. Schauen wir mal, was draus passiert und das hat sich gut etabliert. Einfach um auch ein bisschen Informationen weiterhin rüberzubringen. Und da sehen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Und das ist so, glaube ich, auch jetzt vom Kalif innovativ. Gibt es noch weitere DJ-Streams? Ich kann jetzt nicht sagen, wir sind Trendsetter, das ist ja Quatsch. Und ich sage jetzt auch nicht, dass wir hier das neue, irgendwas Neues, Tolles erfinden, weil wir eigentlich ein Club sind, der für laute Musik steht. Und genau das wollen wir auch machen. Das haben wir auch von Anfang an gesagt. Eigentlich wollten wir nur so aufmachen, wie wir zugemacht haben. Haben uns dann natürlich ein bisschen den ganzen gebeugt, um überhaupt mal wieder ein Lächeln in die Gesichter zaubern zu können. Aber mit dem Kalif bieten wir jetzt halt den Raum und die Möglichkeit für diese ganzen Sendeformate oder wie heute auch das hier, einfach das zu unterstützen und unseren Raum, den wir, der leer steht, zur Verfügung zu stellen. Danke, dass wir hier sein dürfen, kann man an dieser Stelle. Ja. Anna, ich habe, also du hast ja schon angedeutet, es gibt bei euch ja auch Streaming-Workshop-Ideen. Ist das so eure Innovation oder dann doch den Garten als öffentlichen Hochbeete aufbauen nächstes Jahr und dann noch mehr in die Gartenarbeitsrichtung? Oder habt ihr da weitere innovative Ideen auch hinsichtlich eurem beantragten institutionellen Förderideen, die ihr ja auf lange Sicht ja eigentlich auch vorantreiben wollt, fürs nächste Jahr noch? Also ich glaube, wir werden einfach richtig, also wir werden draußen Kinder 2021 sein, das kann ich glaube ich so sagen, weil anders geht es auch gar nicht. Und von den Workshops geht halt nicht alles online. So ein Impro-Workshop kannst du nicht so gut online machen. Das klappt nicht so, genauso so ein Näh-Workshop. Von daher sind wir auch so ein bisschen am Ausloten, ob ein Näh-Workshop ein entgeltfreies Bildungsangebot ist und gucken mal so, wo die Grenzen sind und was die Stadt so mit uns mitmacht. Entscheidet das an die Stadt oder das Gesundheitsamt? Das Gesundheitsamt der Stadt. Ja gut. Genau, und dann werden wir einfach mal schauen. Also im Haus ist auch immer sehr viel zu tun. Das ist insofern auch vielleicht ganz, also ne, wenn wir wieder das Positive sehen wollen, ist auch gut, dass wir dafür mal Zeit haben. Ja, und ansonsten bei den Streams müssen wir, glaube ich, mal gucken. Das ist, bei uns läuft das eigentlich alles danach, wer hat worauf Bock. Und wenn irgendjemand auf was richtig Bock hat, wie eine Online-Lesung zu machen, dann wird es halt umgesetzt. Also das ist so die Art und Weise, wie wir arbeiten, weil bei uns eben da keine Gewinnmaximierung hintersteht, weil wir halt niemanden bezahlen müssen zum Beispiel so. Also ja,
Was war denn die Frage? Habe ich wieder vergessen. Ja, eure innovativen Aussichten und ihr habt auf jeden Fall weiter Bock, Ideen zu entwickeln, habe ich jetzt einfach mal daraus gehört. Ja, also schön zusammengefasst. Hat denn die Stadt auch Bock auf innovative Ideen zusammen mit der freien Szene, was jetzt ja mit Kultur flaniert, Kulturknall dieses Jahr ja schon angestoßen war und auf jeden Fall Bock mit uns weiter zu kommunizieren zum Beispiel? Na, auf jeden Fall. Also jede andere Antwort wäre jetzt auch irgendwie, denn der würde mich wahrscheinlich Hubert aus dem Club schmeißen und ihr würdet noch hinterher buhen. Nein, also auf jeden Fall, natürlich. Ne? Wir wollen auch Formate finden, um wieder besser auch im Austausch zu stehen, auch wie es möglich ist. Jetzt ist es ja hier leider nur noch im Stream möglich, ne? Auch mit Enkel zusammen oder mit der SKV zusammen. Ja, also ja. Also das ich hätte mal so einen kleinen Wunsch. Ja. Wie bitte? Ich hätte noch einen kleinen Wunsch. Und zwar auch an die Stadt, weil klar, rollst du mir den Augen, wenn es heißt, naja, das Gesundheitsamt der Stadt. Aber ich würde mir vielleicht wünschen, dass diese Zuarbeit, die es ja gibt, auch von der Kulturdirektion gegenüber der freien Szene, nicht nur in der Kulturdirektion vielleicht vorhanden ist, sondern vielleicht in der gesamten städtischen, ja, wie ich weiß Verwaltung, nicht, ja. Im Verwaltungsakt. Weil alle Clubs, alle Kultureinrichtungen, alle Vereine haben irgendwie versucht, sich dem Ganzen anzupassen und haben gesagt, okay, scheiß drauf, wir investieren, wir legen drauf, wir machen das einfach, um den Leuten was zu bieten. Und das heißt, den Leuten, den Bewohnern dieser Stadt. Und so würden wir uns das, sage ich jetzt mal als Kalif, als auch als Enkelnetzwerk, wünschen, dass man dann, auch wenn das meistens nicht möglich ist, auch in den gewissen Behördenbereichen mal ein Auge zudrückt und sagt, okay, komm, wir treten das hin. Damit meine ich nicht die Kulturdirektion, die da schon viel auch versucht, sondern eben auch Gesundheitsamt, Ordnungsamt oder Gewerbeaufsichts-Schnulli-Bulli, ja. Wo man einfach mal sagt, ja, komm, es gibt, klar, es müssen sich immer alle an Gesetze halten, aber ganz ehrlich, in anderen Städten drückt man auch mal ein Auge zu. Keine Ahnung. Wo man einfach, weil wir versuchen ja innovative Veranstaltungskonzepte zu entwerfen, das ist nicht immer so Schema F. Da kann man auch nicht sagen, ja, ich brauche Antrag 83-2AV, sondern okay, wie können wir das irgendwie zusammen hinkriegen? Das, wie gesagt, das passiert mit der Kulturdirektion, kann man Wege finden. Klar, es gibt gerade keinen Kulturlotsen, den man ansprechen könnte für Fragen. Aber das eben auch im Umweltamt, dem man sagt, okay, ja, dann könnt ihr heute mal, kriegt ihr eine Ausnahmegenehmigung oder ihr könnt alle zwei Wochen draußen einen Open Air machen. Weil das ist ja auch das. Spontanen Partyplätze, diese Anerkennung von Kultur als, also von Clubs als Kulturorte, auch das und vor allen Dingen immer wieder dieses Thema von Hüllungssteuer, könnte man genau jetzt mal angehen und sagen, okay, die Leute oder die Vereine versuchen was, machen was, versuchen auch in der Krise, in der alle abkotzen, die Stadt bunt zu halten. Es gibt auf einmal einen Kulturknall, wo der auf den Schultern auch von einfach freien Menschen abgewälzt wird, die dann sich da stundenlang reinhängen und versuchen, irgendwas zu tun, dass man da einfach sagt, wir geben was zurück, nicht nur finanziell, sondern einfach nachhaltige Genehmigungen oder. Weil das ist jetzt alles, wir reden von Mikroförderung, ist geil, keine Frage, wir hauen nochmal hier 500 Euro an irgendwelche Projekte raus, klar. Wie nachhaltig ist das? Ich würde mir eher so grundlegende Sachen wünschen. Wie eben der Spontanpartyplatz. Dass man da einfach diese Thematik gibt, die Diskussion gibt es auch, aber dass man da jetzt sagt, okay, hier wurde viel unternommen von der Szene, bitteschön, wir versuchen hier einen Weg zu finden. Das kann ich total unterstützen, weil wir können auch nur draußen Kinder werden im Klanggerüst, wenn das Umweltamt nicht irgendwann sagt, ihr seid zu laut und dann darf diese Band aber nur eine halbe Stunde spielen und dann müsst ihr erstmal eine Stunde Pause machen, damit die Nachbarn nicht... Ja, auch viele direkte Nachbarn, genau, also... Viele indirekte Nachbarn, ja. Da muss natürlich eine Regel sein, die dann auch verbindlich ist, sowohl für die Veranstaltenden als auch... Als auch für die Nachbarn am Ende des Tages, ne? Und die Anwohner eben auch. Hubert, ich verstehe dich vollkommen. Du wolltest gerade noch was sagen, ne? Du hast jetzt viele Themen auf einmal angesprochen, aber ich verstehe das und im Übrigen unterliegen wir zum Teil ja auch denselben, ne? Denselben Leuten oder denselben Restriktionen, denen wir uns natürlich auch beugen müssen. Mit denen vielleicht können wir anders arbeiten, weil wir auf einer Arbeitsebene anrufen, ne? So und eventuell auch mal sagen können, okay, pass mal auf, ich rufe einfach deinen Chef an und wir kommen da auch immer durch oder unser eigener Chef ist einfach auch sehr stark, ne?
wenn es Probleme gibt, muss das einfach auch transparent gemacht werden. Also wenn wir hier wirklich davon reden, dass da irgendwie jetzt wirklich Unrecht geschieht. Ne? Das, was du meinst, ist dieser Ermessensspielraum. Ne? Also dass man eben auch mal ein Auge zudrückt, ist eine Art von Ermessensspielraum. Und dafür machen wir intern sehr, sehr viel Werbung, auch mal Ermessen spielen zu lassen, Situationen mal auszuhalten, auszuprobieren, auch mal eine Kritik einzustecken, ne? Hinsichtlich verschiedenen Locations. Auch ein Spontanpartyplatz ist durchaus auch was, was einmal so gesehen wird, dass es nicht unbedingt unsere Aufgabe ist, jetzt einen Spontanpartyplatz zu suchen. Andererseits ist es aber so, wir wollen ja sowas auch anbieten und führen deswegen auch die Gespräche, ja? Und müssen auch da viele Ermessensfragen auch eben abbringen. Bei denselben Leuten, wo du am Ende auch sitzt, ich rufe nur vom Diensttelefon aus an und du vom Handy. Und manchmal ist es auch so, das kriegen wir auch immer wieder gespiegelt aus einem Bürgeramt, aus einem Umwelt-Naturschutzamt, aus einem, ne, alles, wo mit ihr auch Berührungspunkte habt. Manchmal ist es auch das Auftreten, ne? Also von denjenigen, die hingehen. Nein, ne? Das ist halt einfach auch so, die fühlen sich auch ganz schnell auf den Schlips getreten und bei euch geht es einfach auch um Existenzen und die müssen das verstehen. Vielleicht ist es manchmal so, dass das Verständnis auf der anderen Seite gar nicht da ist. Verständnis. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, zum Beispiel, wenn es um unsere Einrichtung geht. Wir nehmen die Leute an die Hand und gehen mit denen dahin. Die Erfahrung habt ihr ja auch schon gemacht und sagen, ey, das ist das Ding und das ist das Output und das Outcome und darum geht es hier für Erfurt. Und dann meistens kriegt man das Herz irgendwie doch noch weich. Oft. Manchmal. Es kommt vor. Ja, am Ende ist es ja für die Stadt wichtig, dass weiter was passiert. Wir sehen ja, dass die Wahrnehmung gegenseitig existiert, es versucht wird, möglich zu machen. Aber am Ende ist es, hat Hubert das ja auch schon gesagt, wie wichtig es eben auch ist, dass die Locations, ob groß, ob klein, die Krise halt auch wirklich überleben und da nicht wegbrechen zur. Also da sind wir eben für die freie Kulturszene ja doch irgendwie da, um zu sagen, wir brauchen ja auch dieses bunte, diverse Erfurt, um zum einen für uns Bürgerinnen und Bürger, die Besucherinnen und Besucher, die die Stadt besuchen und die Studierenden, die in dieser schönen Stadt stranden und hier eine schöne Zeit erleben, sollen ja uns auch irgendwie bunt, divers, weltoffen und ja irgendwie auch diese Möglichkeit, dass in der kulturellen Szene demokratische und neue Ideen entstehen, die entstehen eben nicht in der Uni, nicht im Hörsaal, sondern dann eher abends in einer gemeinsamen Situation, dass es diese Räume weitergeben darf, muss unbedingt. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Also besser kann man das auch so gar nicht zusammenfassen. Ja. Ja, jetzt die Gelegenheit, natürlich das auch nochmal rund zu kriegen und zu sagen, es sind ja nicht nur die Kulturdirektion, nicht nur die Institutionen, die eben daran in Erfurt spielen, wie die Regeln eben sind, sondern es sind eure Fraktionäre da draußen, die im Stadtrat sitzen. Also überlegt euch vielleicht auch mal, wen man da noch ansprechen kann, um auf einer dritten Ebene, die wir heute jetzt ja gar nicht dabei haben, auch diesen Einfluss geltend zu machen können und da eine Entscheidung herbeizuführen, die langfristig, nachhaltig, innovativ für die kulturelle Szene der Stadt ist, um eben sowas, ja, Bestände zu schützen und neue Ideen auch ermöglichen zu können im Jahr 2021. Das war mein Schlusswort.